Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Wir zocken heute weiter Alien. Streitwagen der Götter. Wir haben gestern damit angefangen, am Gratis-Rollenspieltag und werden heute damit weitermachen. Und ich muss sagen, wir sind gestern so ein bisschen schwer in Fahrt gekommen, beziehungsweise nicht die Spieler, sondern ich, weil ich einfach mit dem Abenteuer so ein bisschen überfordert war. Aber als wir dann endlich drin waren, da ging es richtig gut zur Sache, fand ich. Und Lotte, als ich gestern so im Bett lag, habe ich gedacht, ey, das war seit langem mal wieder so wie früher Cthulhu, oder? So dieses totale in die Buchse kacken, nicht wissen, was um die nächste Ecke ist. Ich habe mir gedacht, warum spielen wir eigentlich diese ganzen Kaufabenteuer? Wir können eigentlich das besser wieder alles selber machen. Die waren eigentlich viel spannender und krasser und verwirrender. Ja, gerne. Okay, so. Freunde der Nacht, ich begrüße meine bezaubernden Mitspieler. Da haben wir ganz oben als Gast, der sich gestern schon bereit erklärt hat, kurzfristig mitzumachen, der Franzi, der Franz von Assisi. Hi. Herzlich willkommen. Und darunter haben wir die flotte Lotte, die Kayla spielt. Ach so, man sieht meine Hand immer nicht mehr. Hallo. Und darunter die Lea, verkörpert von der Julia. Hallo. Julia, ich will dich nicht beunruhigen, aber irgendetwas ist dahinter dir. Dreh dich mal um. So, und darunter ebenfalls heute wieder mit einem romantisch-erotischen Hintergrund. Der Lars. Rot steht dir echt gut, Lars, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke. So, und dann begrüße ich einmal nochmal alle Leute im Chat, den Gelbwurstfieber, Dr. Jeep, Geistersteffi 83, den Jadegott, der Yannick ist da, moin Yannick, Arndt Go, den Neustädter, Ivonator 74 und der Yannick hat direkt mal wieder eine Spende rausgehauen. Danke dafür, Yannick. Ja, so, der Ivonator sagt, Namen zusammen, Sonntag, Schlachtmüter, ich bin überrascht, angenehm, aber überrascht. Ja, ist doch gratis Rollenspieltag, wir haben auch gestern gespielt, Ivonator. Also wenn du jetzt die erste Folge noch sehen willst, ich habe die heute nicht mehr hochgeladen gekriegt, müssen wir morgen dann irgendwie machen. So, gut. Wir spielen Alien. Ja, der Jadegott, der haut einen Stufe 1 Euro raus. Danke dafür. Aber jetzt kann ich leider nicht mehr drauf eingehen, sonst kommen wir gar nicht in Stimmung heute. Wir sind im tiefen Weltraum. Ganz was Wichtiges fehlt, Micha. Was? Das Dröhnen des Raumschiffes als Sirenscape-Player. Also bei mir dröhnt das Raumschiff schon seit einer knappen halben Stunde, nee. Mein Freund. Aber wahrscheinlich, weil du so spät reingekommen bist. Bei mir dröhnt es auch nicht. Dann seid ihr wahrscheinlich beide spät reingekommen. Also aber bei ich mir sehe schon so Pünktchen. Aber dröhnt so es schon. Ich mache so, ja wahrscheinlich, ich muss ja nochmal neu anmachen. Bitte. Warte mal, ich mach den mal aus, meinen anderen an. Ne, der Micha muss das machen, ne? Ich muss das machen. Und jetzt kriegt ihr das Dröhnen. Jetzt habt ihr es, ne? Jawohl. Achso, Dr. Jeep, ist das Dröhnen angenehm im Gegensatz zum Mikro und so? Hört ihr das gut? Also soll natürlich nicht ganz angenehm sein, das Dröhnen. Es soll ja ein bisschen nerven, aber wenn man nichts hört, wäre halt auch kacke. Achso, und eine Sache habt ihr mir gestern auch nicht gesagt. Mein Noise Gate hat viel zu scheißig angesprochen. Da muss ich umstellen hier. Den Schließwert ändern. Öffnung war, glaube ich, gut, aber stehe ich auch nochmal runter. So, okay. Jetzt müsste die Stimme nicht ganz so abgehackt werden. Letztes Mal wurde ich nämlich abgeschnitten, hat keiner was gesagt. Müsst ihr mir sagen, ändere ich sofort, wenn da irgendwas ist. Meistens weiß ich immer sofort, woran es liegt. So, wir sind im Weltraum. Im tiefen, dunklen Weltraum. Und ihr wart eigentlich auf dem Weg, eine Lieferung wegzubringen auf der USCSS Montero. Und habt ein fremdes Schiff gefunden. Ihr seid da an Bord gegangen und weil ihr den Auftrag hattet, da jetzt die Leute zu bergen, also dieses Schiff war seit 75 Jahren verschwunden, ihr solltet die Leute bergen und die technischen Daten und Proben, die da an Bord waren, da habt ihr euch dann an Bord begeben, habt es erkundet. Ihr habt teilweise seltsame Bewegungen auf dem Schiff vernommen, wisst aber noch nicht, woher die stammen. Und dann habt ihr die Kryo, kann man im Prinzip aktiviert, um die Leute da aus dem Tiefschlaf zu holen.
Und als ihr das getan habt und den Leuten gerade erzählt habt, dass ihr das Schiff evakuieren wollt, da ist der Alarm eures Schiffes losgegangen und die Selbstzerstörung wurde ausgelöst. Und ihr hattet 10 Minuten Zeit, also jetzt nicht auf dem neuen Schiff, sondern auf dem Schiff, mit dem ihr gekommen seid. Und ihr habt euch durch, und beziehungsweise zwei Leute, glaube ich, das war, meine ich, die Lea und der Lyran, ne? Die haben sich durch dieses Schiff gerannt zum Cockpit und es war, glaube ich, noch 2 Minuten Zeit und in dem Moment haben wir gecuttet und sind rausgegangen. Ja, die Luftfilter waren verschmutzt, die wollte die Kayla reparieren. Die hat sich aber dann dafür entschieden, dass wir ja nicht so lange auf diesem, oder dass ihr ja nicht so lange auf diesem Schiff sein werdet und ihr habt euch dann dagegen entschieden. Düm-düm. Wird also wahrscheinlich heute noch auf der Liste stehen. Ja, und so seid ihr da jetzt und seid halt an diesem Cockpit. Selbstzerstörung in 2 Minuten. Jetzt bring uns hier raus. Ja, also ich setze mich in den Pilotenstuhl, schalte alles an, Triebwerke werden eingeschaltet. Und sobald ich da auch nur irgendwie den Hauch eines Gefühls habe, dass die hochgefahren sind, schiebe ich den Gasschalter komplett nach vorne durch. Mal eine ganz kurze andere Frage. Das geht dir gerade so durch den Kopf, als du die Triebwerke startest, ne? Habt ihr eigentlich die Andockstation gelöst von eurem Schiff? Nein. Doch. Hatten wir? Klar, haben wir doch der Miller gesagt. Stimmt. Die sollte rüberkommen und lösen. Ja. Ich meine, ich brauche die nicht unbedingt, aber... Was, die Andockstation oder die Miller? Die Miller. Ich brauche die auch nicht. Das ist mein Rival. Na gut. Was gehen das? Wir. Mein Rival ist das. Ja, meine auch. Achso, das ist mein Buddy. Tja, schade. Plötzlich geht ein Funkspruch ein. Wartet auf mich, ich bin in der Rettungssphäre, ihr müsst warten. Wie lange brauchst du noch? Wir können nicht warten. Ach, ich bin nicht da. 2 Minuten! Nein! Ihr müsst warten, ich bin sofort da! Ich bin sofort da! Wartet! Ja, aber mit der Rettungsfähre kriegst du auch uns ein paar Kilometer weiter weg. Mach doch mal einen Wurf auf Empathie. Och nö. Das ist meine Freundin, was soll ich denn jetzt machen? Mm-mm. Wurf auf Empathie. Alle? Oh je, das geht so schief. Nein, nur sie. Aber ich sitze doch daneben, ich krieg doch alles mit. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt muss ich mir einmal die Zeit nehmen und muss einmal gucken, was passiert, wenn ein Wurf im Prinzip einen Stresspatzer hat. Aber Micha, wir haben nur noch 2 Minuten. Wir halten die Zeit an. Timeout! Timeout! So, die Zeit ist offiziell gestoppt. Ich liebe es ja, mich in solche Situationen zu manövrieren. Kritische Verletzung, halt Stresslevel, da ist es. Weil da jetzt diese Alien-Symbole aufgetaucht sind in dem Gelben. Für Lyran ist es eh gut. Und vor allem, weil ich da noch einen Stresswurf machen musste und der auf der 6 gelandet ist. Nur für Lea ist es ein bisschen doof. Ja, aber bei ihr ist ja alles tiefenentspannt. Ich drehe nur am Rad. Ja, ja, aber lies mal deinen Text. Oh. Scream! Increase your lungs out of the road, losing your next slow action, your stress level is decreased by one. But every friendly character who hears you must immediately make a panic roll. Nein! Also, da muss ich einen Panic Roll machen. Was tust du denn da? Jetzt lass sie aufs Schiff kommen, warte doch! Du kannst sie doch jetzt nicht einfach zurücklassen! Pass auf, wir machen das einfach so, wenn der Text es zulässt. Alter, was ist jetzt? Was hast du gemacht? Jetzt doppelt gemacht, glaube ich, aber es ist beides mal so. Nein, lass mal gut sein, wir wollen jetzt nicht gegenseitig expandieren, sonst geht das ja jetzt immer höher. Also ihr habt ja jetzt beide im Prinzip ein Stresslevel gemacht. Alles gut, wir machen das einfach so, wenn Erfolg dabei ist, dann ist die Probe gelungen. Es sei denn, da steht jetzt irgendwie bei dem Stresswurf nachher, du lässt alles fallen und rennst weg. Dann wäre die Probe halt verkackt. Ja, aber solange der Stresswurf in Ordnung ist, wäre jetzt die Probe gelungen. Okay. Ja, die Probe ist gelungen, war bei dir gelungen, ne? Welche waren das jetzt? Die erste? Da, die zweite. Da waren 2 Erfolge bei.
Auf jeden Fall, du hast ja sowieso keinen verkackt, die Lea. Nein, war doch alles Leon, gut. Aber der Laren schreit so laut. Ja, der Laren sitzt neben dir und schreit. Ja, er sagt, aber er hat ja verkackt und von daher sagt er, ey, lass uns abbauen, zünde die Triebwerke. Und dir ist es ja gelungen. Du kannst jetzt noch klar entscheiden, wartest du auf deine Freundin oder opferst du sie, den anderen, zum Wohl gegenüber. Mit dem Risiko, dass ihr alle drauf geht. Du kannst sie doch nicht einfach zurücklassen. Warte. Und ich... Du wahnsinnig. Da waren sie wieder mal. Du wartest? Hör doch nicht auf den Idioten neben dir. Es war ein schöner Rollenspielabend mit euch. Okay, ich beiße meinen Mund zusammen. Mir rollt eine Träne. Selbstzerstörung in einer Minute. Du gibst Gas? Ja. Okay. Du zündest die Triebwerke und es... nein, warte! Ich kann mich nicht alleine lassen! Hilfe! Und in dem Moment gibt es eine gewaltige Explosion, die euer Schiff durchrüttelt. Ihr haltet euch krampfhaft an allem fest, was ihr irgendwie zu halten kriegt. Die Explosionswelle erfasst das Rettungsschiff. Ihr seht so eine kleine Explosion, die im Nachhinein noch rausgeht. Und euer Schiff wird von der Explosion erfasst. Aber ihr könnt dem Ganzen widerstehen. Aber es gehen halt Warnlampen an. Alarm. Und ich gebe Vollgas, während ich heule. Du gibst Vollgas, während du heulst und du merkst aber, dass ihr irgendwie so Seitendrall kriegt. Du kriegst das Ganze nicht so richtig auf Kurs. Mach mal einen Pilotencheck. Das da unten der Push-Button ist, das habt ihr gesehen, ne? Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Was heißt damit könnt das? Damit könnt ihr die Würfe wiederholen, dieses Strapazieren. Achso, ich habe hochgescrollt. Ja, ist gepackt, oder? Ja, habe ich gepackt. Das ist auf jeden Fall gepackt, sogar mit zwei Erfolgen. Steuerst du nach, du aktivierst das Triebwerk und holst das letzte aus dem angeschlagenen Triebwerk raus und euer Raumschiff entfernt sich von der Explosion und ihr könnt das Ding in eine Entfernung bringen, in der ihr sicher seid. Und du sitzt da, ihr sitzt beide da, seid am Zittern, ihr seid auf der Station und wisst gar nicht, was passiert ist. Der Alarm dröhnt und dröhnt und dröhnt und die Mutter sagt, Triebwerk überlastet. Oh Gott. Ich muss mal eben kurz meine Karte aufmachen. Wir sind auf Deck A, ne? Wilson Triebwerk überlastet. Hören Sie mich? Captain Miller, können Sie mich hören? Was versuchst du? Vielleicht hat sie es ja doch noch geschafft. Captain Miller, hören Sie mich? Oh nein. Ich glaube, Captain Miller... Was für ein Verlust. Nun, Triebwerke sind überlastet. Wir sollten uns jetzt auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wenn sie es geschafft hat, wird sie schon irgendwie herfinden. Ich muss... Oh Mann, oh, mir dröhnt so der Schädel. Oh. Ja, dieser Arzt, dieser Dr. Cooper putzt so seine Brille und dieser Hyperschlaf hat mir echt nicht gut getan. Aber ich habe das noch nie so gut verkraftet. Ja, und das ist 50 Jahre lang. Ha. Ich muss erstmal irgendwie was. Und die anderen stehen auch so auf. Da ist halt dieser Dr. Cooper. Diese Miss Clayton. Wer ist das? Diese Miss Clayton war diese Geschäftsfrau. Dann der Arzt und der zweite Offizier stehen auf. Und die sagen, die halten sich alle irgendwie was fest und kriegen halt kaum Luft. Und ihr seht, dass es denen nicht gut geht und dass die vielleicht mal in der Medi-Station behandelt werden müssten, beziehungsweise dass da auch mal aufgeräumt werden müsste, damit man da Leute behandeln muss. Ja, Triebwerke oder Examination Room? Ja, schalte die Triebwerke einfach erstmal ab. Aber sowas machst du wahrscheinlich sowieso, oder? Als Pilotin hast du da mit den Triebwerken auch zu tun, oder? Also ich meine, ich kann ja jetzt nicht einfach die Triebwerke abschalten, während du vorne im Pilotensessel sitzt, oder?
Das ist ja jetzt nicht meine Aufgabe. Das würde auch die Lea, die stellt ja fest, dass die Triebwerke nicht in Ordnung sind. Und wenn ihr jetzt weiter Power gibt, dann gehen die kaputt. Ja, okay, gut. Dann, dann räume ich auf jeden Fall die Krankenstation. Also guck, dass ich da mal irgendwie den Tisch frei mache und irgendwie gucke, dass ich es so mache, dass wir da irgendwie die behandeln können, halbwegs. Ja, ihr räumt da gut 10 Minuten auf. In der Zeit halten die sich, also dieser Cooper scheint halt echt krasse Kopfschmerzen zu haben. Die anderen sind da so ein bisschen mit der Luft am Kämpfen, gehen aber zu ihren Spinden und ziehen sich halt notgedrungen an. Wasser? Haben wir da Wasser? Ihr habt da Wasser, ja. Da ist so ein Wassergenerator, da könnt ihr halt Wasser ziehen. Ja, ich gebe denen auf jeden Fall auch Wasser. Tut langsam. Ihr wart sehr lange in einem Kryoschlaf und wir müssen jetzt ganz langsam tun. Ja, Liam Flynn, der Arzt, guckt sich halt um. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Was ist passiert? Nun, wir wissen selber noch nicht so ganz genau, was hier alles passiert ist. Wir sind eigentlich mit einem anderen Schiff unterwegs gewesen, mit der USCSS Montero. Wir haben angedockt, weil wir euer Schiff gesehen haben und wir konnten zunächst nicht feststellen, was hier passiert war. Aber euer Schiff flog sozusagen unbemannt hier durchs Weltall und zwar schon seit 75 Jahren. 75 Jahre? Mhm. Ja. Dieser John kriegt das mit, steht auf, ist ein bisschen unsicher. Mutter? Ja, John? Was ist passiert? Welches Jahr haben wir? John, wir haben das Jahr 2248, ich weiß nicht mehr. Sie waren, wie lange waren wir im Kryoschlaf? 75 Jahre, John. Was ist passiert? Die Triebwerke sind ausgefallen. Ich muss später eine Analyse machen. Das ist alles seltsam. Ja, ist einer von Ihnen Biowissenschaftler? Wieso? Ich würde Ihnen gerne mal was zeigen. Im weitesten Sinne, ja. Der Flynn kommt mit. Ja, dann gehen wir mal in die Dusche und zeigen ihm mal diese Pilz, Pflanzen, irgendwas. Dings. Ja, er guckt so, ach, die Sporen, ja. Ja, die Sporen. Ach, können Sie sich an irgendetwas erinnern? Was ist passiert? Weil wir sind hier definitiv nicht alleine auf diesem Schiff. Rennt ihr eigentlich immer noch mit euren Anzügen rum? Ja, eigentlich dann schon. Dann bitte einmal alle auf Luft würfeln. Der zieht ja automatisch ab, ne? Denke ich, bei mir ist nichts passiert. Okay. Ja, nicht. Ich hab doch mal alle drin. Achso, das abgezogen. Passt. Ja, es sind Sporen. Wir haben Proben mitgebracht von einem Planeten. LV1. 113 war's, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall haben wir Sporen mitgebracht, in denen ein Krankheitserreger war. Und aus diesem Krankheitserreger oder aus den Sporen haben sich hier neue Pilzgeflechte oder was auch immer das ist, entwickelt. Und viele Leute sind krank geworden. Aber wir hatten einen Impfstoff entwickelt. Ihr solltet euch vielleicht auch impfen, wenn ihr schon länger hier an Bord seid. Oder hattet ihr die Helme abgenommen? Bisher nicht. Bis jetzt noch nicht. Sollten wir sie lieber auflassen? Ja, aber ihr könnt ja nicht... wir werden jetzt länger hier sein. Ihr werdet nicht die ganze Zeit mit euren Anzügen rumlaufen können. Aber es gibt auf jeden Fall noch Impfstoff an Bord. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja, die anderen Crewmitglieder sind krank geworden und verrückt geworden und
Es dauerte eine Zeit, bis wir den Impfstoff hatten. Aber, ja, nun, lasst uns erstmal in die Medizinstation gehen oder sehen, dass wir irgendwie was zu essen kriegen oder so. Ja, ich stütze den auf jeden Fall auch und begleite den dann in den medizinischen Raum. Nun, wir haben auch ein paar Tote eurer Crew gefunden. Könnt ihr euch daran erinnern? Nein, die Erinnerungen sind noch schwach. Ich denke, sie werden in den nächsten Stunden zurückkommen. Aber jetzt momentan, ich muss mich erstmal um die anderen kümmern und die verarzten und schauen, dass es ihnen gut geht. Und wir müssen diesen Sauerstoff anstellen. Hier ist ja, kaum Sauerstoffgehalt. Gibt es noch einen weiteren Techniker unter euch? Nein, in der Tat nicht. Ich bin der Einzige, der sich ein bisschen mit der Technik auskennt. Und seitdem der Captain gestorben ist, habe ich hier das Kommando. Okay. Dann werde ich mich gleich auf den Weg machen zu den Luftfiltern. Und ich hatte sie schon gesehen, die müssen auf jeden Fall freigeräumt werden. Irgendetwas verstopft sie. Julia, was macht ihr da im Cockpit? Wollt ihr euch da mal umsehen vielleicht? Ja, ich habe da gerade noch gar nichts vorgelesen. Das Cockpit. Ich weiß gerade selber nicht, was da ist. Also ich habe die Triebwerke jetzt ausgestellt. Lyran starrt erstmal nur entgeistert vor sich hin, schüttelt so leicht den Kopf. Du hast sie umgebracht. Du hast sie eiskalt umgebracht. Was hätte ich machen sollen? Wir wären alle draufgegangen. Also, macht. Wir können sie doch nicht. Wir hätten doch irgendwas tun müssen. Aber was? Jetzt noch gemacht? Vielleicht hat sie es ja noch geschafft. Vielleicht. Bestimmt. Ist der Funk ausgefallen. Von der Druckwelle. Gab es nicht noch eine kleinere Explosion? Nach der großen? Ich dachte, das sei mit explodiert. Boah, Micha, dein Gesicht ist gerade ganz seltsam. Es wird gerade so komisch, vielleicht ist das auch mein Skype, aber es wird gerade so. Nein, alles gut. Ich habe nur konzentriert gelesen. Ja, aber es ist so verpixelt und fleckig. Sieht gerade echt ein bisschen creepy aus. So, ja, ihr steht da, ihr seht, dass so eine Notbeleuchtung an ist. Der Hauptstrom scheint hier noch nicht an zu sein. Und in dem Maße grenzt es an einem Wunder, dass ihr dieses Schiff überhaupt wegbewegen konntet. Aber ihr habt es irgendwie geschafft, die Notstromaggregate so umzuleiten in der Stresssituation, um die Turbinen zu befeuern, um das Schiff da wegzubekommen. Mir ist jetzt aber auch klar, dass die defekt sind und dass wir so erstmal nicht mehr weiterkommen. Genau. Okay. Im Prinzip hat diese Explosion eure Elektronik irgendwie erwischt. Irgendwie, ihr wisst noch nicht, was los ist, aber das Schiff trudelt momentan halt wieder halbtot durch den Raum. Wie lange haben wir mit dem Montero von dem Raumhafen oder was, wo wir losgeflogen sind, bis hierhin gebraucht? Boah, kann ich dir nicht sagen. Weil es geht mir um den. Es geht mir um den Funkspruch für einen Rettungsteam gegebenenfalls. Ich glaube, diese Funksprüche müssen halt an eine Zwischenstation gesendet werden, diese Anchor Station. Und von dort aus werden die dann weiter zur Erde geleitet. Ja, das passt eh, aber wenn die jetzt, keine Ahnung, sagen, okay, die brauchen 2 Wochen. Dann können wir uns darauf einrichten, dass wir irgendwie. Nee, für 2 Wochen seid ihr ja nicht im Kryoschlaf. Also ihr wart schon länger unterwegs. Okay, das heißt, wir müssen hier Monate erstmal alleine irgendwie klarkommen. Wenn nicht Jahre. Ich versuche erstmal unsere Position so ein bisschen zu ermitteln. Der Navigationscomputer läuft nicht.
Mother, bitte Status-Update über den Zustand des Schiffs. Status-Update nicht möglich. Sensorstation muss intakt gebracht werden. Als du dich jetzt so umsiehst, siehst du, dass in einem Schaltpult neben dir eine Axt drin steckt. So eine Feueraxt. Die wurde da voll ins Pult gesemmelt. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ich versuche die Axt rauszuziehen. Ziehst die Axt raus und es gibt einige Blitze und Britzel und du siehst halt, dass dieses Steuerpult total kaputt ist. Auf der anderen Seite ist noch ein anderes Steuerpult. Das ist auch defekt, aber du könntest dir vorstellen, dass man das reparieren könnte. Okay. Dann überprüfe ich das andere, dass halt nicht zerschlagen wurde und schaue, ob ich den Fehler zumindest lokalisieren kann. Ja, würfel mal auf Comtech. Das sieht relativ gut aus. Ach, Stress 9. Lalala. Ja, du fummelst und du findest den Fehler aber nicht und überlegst und du scheinst irgendetwas kommt da von der Tür. Du hörst so ein Kratzen auf dem Boden und musst dich an diese Kratzspuren erinnern. Und hast du irgendwie eine Waffe oder sowas? Ja, doch, eine Axt in der Hand. Dann nimmst du die Axt in die Hand und guckst halt in die Richtung und du siehst das. Lyran. Dass sie in die Richtung guckt oder das, worauf sie schaut? Nee, dass sie plötzlich hochschreckt und mit der Axt in der Hand da irgendwo hinguckt. Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Da ist was, sei still. Ich schau mich irritiert um. Er ist nicht der Erste, den sie heute umbringt. Scheint nichts zu sein, aber ihr denkt auch daran, dass ihr Stress auch wieder abbauen könnt, ne? So viel Ernte 23 haben wir auf dem ganzen Schiff nicht. Aber ich habe Drogen dabei. Pfeife ich mir erstmal rein. Tabletten. Ja, dann pfeif dir mal rein. Ja. Kannst du dir einen wegmachen oder was? Ja, ich kann mir tatsächlich den nur abbauen, wenn ich die. Du musst dann deinen Helm ausziehen. Dein Anzug. Das ist dir, glaube ich, gerade egal. Ja. Du hast so viel Stress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Würfel. Also 9 hat sie jetzt schon. 9. Eine hat er mir dann. Achso, muss ich mir selber dann reinsetzen? Zumindest steht es im Chat. Panik, ja. Stress 9. Ja, ich nestle nach meiner Pillendose. Zieh die aus meiner Tasche raus und nehme den Helm ab. Und steck mir einen in den Mund. Setz mich erstmal nochmal hin. Ja, dann kannst du ein Stresslevel abbauen. Ja. Wolltest du dich auch mal hinsetzen und dich ausruhen? Viertelstündchen. Ich glaube tatsächlich, dass Lyran jetzt niemand ist, der sich groß beruhigen kann, wenn er sitzt. Ich glaube, er muss irgendwie in Tätigkeit verfallen. Muss irgendwie was Nützliches tun, sie beschäftigen und halt der Crew helfen. Deswegen würde ich jetzt Blick auf die Axt werfen. Brauchst du die noch? Ansonsten würde ich gucken, ob ich damit irgendwas Nützliches anfangen kann. Ich weiß nicht, irgendwas bewegt sich hier. Wir sollten vorsichtig sein. Hast du diese Kratzspuren gesehen? Die bei den Cryo Chambers. Die großen, oder welche? Ja, da im Aufzug waren, glaube ich, auch welche. Ja. Ja, und genau deswegen möchte ich auch die Axt haben. Hier, bitte. Wunderbar. Aber lass nichts rein hier in diesen Raum. Du kannst die Tür ja nach mir verriegeln. Willst du wirklich rausgehen? Irgendwas Nützliches muss ich tun. Ich kann hier nicht die ganze Zeit rumsitzen und Däumchen drehen. Das macht mich wahnsinnig. Ja, du kannst nicht alleine rausgehen. Warte bitte noch. Lass uns zumindest versuchen, noch einen Notruf abzusetzen. Gut, dann warte ich hier auf dich. Und nervös durch die Gegend tigernd
durchschreitet er das Cockpit. Ja, ich würde gerne versuchen, irgendwie Kontakt zur Basisstation aufzunehmen. Ist auch tot. Du musst erst diese Station reparieren. So. Wir brauchen Kayla hier. Wir schalten zurück auf die Krankenstation. Dr. Cooper kommt zu euch und auf ein Wort. Wie habt ihr uns gefunden? Euer Schiff ist an unserem vorbeigeflogen. Wir mussten so gerade eben noch ausweichen und wir haben erkannt, dass es das für uns verschollene Schiff war. Und wir haben den Befehl bekommen, euch hinterher zu fliegen, um zu checken, ob noch Überlebende an Bord sind und Proben zu sichern, etc. Und ich sehe, das war alles. Ich war kein Freund davon, diese Proben mitzunehmen. Oh, diese Kopfschmerzen machen mich verrückt. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass Weyland Yutani unbedingt diese Proben haben will. Aber ich glaube nicht, dass sie in guten Händen sind. Wer möchte und diese Proben haben? Dieser Konzern. Achso. Oh, pardon. No, und ich befürchte, dass sie als Biowaffe missbraucht werden könnte. Dann sollten wir... Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie kommt ihr dazu? Wie kommen Sie auf diese Idee? Und und ihr seht, dass plötzlich Blut aus seinem Auge sickert. Und aus seiner Nase und den Ohren. Nein. Seine von geplatzten Äderchen überzogenen Augen verdrehen sich, bis nur noch das Weiße zu sehen ist. Plötzlich beginnt sein Körper unwillkürlich zu zucken und der Wissenschaftler stürzt in einem Krampfanfall zu Boden. Oh Gott, Wilson, helfen Sie mir, ihn festzuhalten. Ja. Als ihr auf den sich windenden Mann zustürmt, um ihm zu helfen, bemerkt ihr aus den Augenwinkeln, dass die Besatzung der Kronos angsterfüllt zurückweicht. Doch ihr seid zu sehr damit beschäftigt, den armen, wild um sich schlagenden Doktor festzuhalten, um das Verhalten zu hinterfragen. Mit einem Übelkeit erregenden Ploppen und einer kleinen Blutfontäne springt plötzlich ein Augapfel aus Coopers Gesicht und hinterlässt rote Schlieren auf Kaylas Gesicht. Gut, dass er über den Boden stimmt. Er über den Boden kullert und unter einer Kryokapsel zum Liegen kommt. Entsetzt erstarren eure Bewegungen und verzweifelt versucht ihr zu verstehen, was ihr vor euch seht. Ein dünner, blutiger Arm schiebt sich aus Coopers leerer Augenhöhle, greift tastend umher und krallt sich schließlich am Mund des Wissenschaftlers fest. Als die weißen, krallenbewehrten Finger Zähne und Fleisch herausreißen, schreit Cooper nicht. Er ist nicht länger Herr seines eigenen Körpers. Etwas anderes ist es und es will nach draußen. Knochen splittern und Sehnen bersten, als das grauenhafte Ding das Gesicht dessen, was einst ein Mensch war, vom Kiefer an nach oben aufschlitzt. Am Ende ertönt ein nasses Gurgeln, als die Überreste von Coopers Kopf vom Körper gerissen werden. In einem Schwall aus Blut bricht hervor, was gerade noch in einer Hülle aus Fleisch eingesperrt war. Bringt es um! Bringt es sofort um! Ruft jemand panisch. Das durchsichtig weiße Ding auf dem Boden reißt sich die Fleischfetzen vom Leib und versucht mit vier wackeligen, dürren Beinen aufzustehen. Der Bloodburster schüttelt die Gehirnmasse von seinem stachelbewehrten Rücken, wendet seinen augenlosen Kopf mit einem Zischen in eure Richtung und duckt sich zum Sprung. Ich habe mal einen Panikwurf gemacht. Muss ich das auch machen? Das kannst du machen, ja. Wofür ist das denn gut? Das ist für gar nichts gut. Wo ist denn mein Panik-Dingsbums? Unter Combat Actions. Action. Oh Gott, ich habe auf jeden Fall Panik. Wo ist das Ding?
Ja, das steht da jetzt im Raum und wirbelt sich so ein bisschen hin und her und scheint euch so anzuvisieren. Und ihr überlegt, ob es gleich zum Sprung ansetzt oder es scheint selber noch zu überlegen, ob es flieht oder zum Sprung ansetzt. Verdammt, ihr könnt es noch nicht genau sagen. Yes, bitte. Ich habe leider nichts, aber um mich herum, ich habe ja den Examination Room gerade so ein bisschen aufgeräumt. Gab es da irgendwas, was ich mir greifen kann, um damit zuzuhauen? Wo hast du deinen Flammenwerfer hingestellt? Den hatte ich bei dir gelassen. Ist der ja, bei den hatten wir bei den bei den Lüftungsschächten, aber danach sind wir ja weitergegangen. Den haben wir ja da nicht stehen lassen. Auf den, Micha. Du schießt auf den. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwie, ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwie Initiative machen können. Warte mal. Ja, über Panel. Ihr seid drin, ne? Die ist, glaube ich, noch nie drin. Und der ist, glaube ich, nee, der John ist noch nicht drin. Genau, okay. Da muss ich den Bloodburster noch da reinziehen. Und dann muss ich, nee, das ist Next Actor. Warte mal, wo ist denn die Inni? Habt ihr selber gewürfelt oder was? Ich gerade, ja. Ach, da Menü, warte mal. Warum bin ich dabei? Ich Turn bin doch ganz Order. Anders. Ach so, ja, stimmt. Also ich wäre gern dabei, aber... Nee, ich glaube fast, ich wer den Lyran muss ich wieder rausnehmen. Ja. Und ja, den lasse ich jetzt einfach drin, dann bist du drin und fertig. So, und... Ja, machen wir mal einfach so. Hast du jetzt gewürfelt, Lars? Ja, 4. 5. Der Bloodburster hat eine 2. Es sieht hier so aus, als wenn diejenigen zuerst dran sind, die eine niedrige Initiative haben. Das ist gemein. Das ist die Regel hast du jetzt gerade aufgesetzt. Ich mach den einfach nach hinten fertig. So, okay, John, hau raus. Was? John soll raushauen. Gibt's hier nicht, gell? Doch, ganz oben, CT. Oh mein Gott, ja. Aber ich sehe den Dings nicht, ich kann den da nicht anvisieren. Ist ja, warte. Egal? So, jetzt kannst du ihn anvisieren. Ah ja. Was hast du, den Revolver oder was hast du? Nee, das sind die Nagelpistole. Okay, du zielst mit der Nagelpistole auf das Vieh und verursachst rein theoretisch einen Schaden, ne? Ne, Base Damage ist 3, steht da. Okay, dann sind das 4 Schaden. Ich muss jetzt einmal gucken, ob der eine Armor hat. Da hat er eine Armor. Kann aber keinen negieren. Das macht dann 4, hast du gesagt, ne? Mhm. 4 Schaden. Wo ist denn jetzt die Lebensenergie von dem Vieh? Da, du schießt mit der Nagelpistole und schießt diesem Vieh direkt in den Schädel und es fliegt gegen die Wand und steckt in der Wand fest. Und du siehst noch, wie der Körper so, bevor er dann so zusammensackt. Oh Gott, bewegungslos. Was war das denn? Wie, das heißt, der ist platt? Ich hab... Der ist platt, ja. Keine Ahnung. Aber ich bin ein hervorragender Cowboy. Ich drehe mich zu den anderen um. Was war das? Was ist da passiert? Ich habe so ein Vieh noch nie. Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Warum? Ich verstehe das nicht. War er geimpft gegen die Sporen? Ja, er war geimpft, wie wir alle. Das hätte nicht passieren dürfen. Gott, was habt ihr euch geimpft? Astra? Ey! Ja, woher wissen die das? Der war aufgelegt, es tut mir leid. Das will ich nicht! Mein Gott. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Hat er den Impfstoff entwickelt? Nein! Ich hab den Impfstoff entwickelt, sagt Flynn. Ja, dann nimmt hier nochmal eine Probe von dem. Was auch immer das jetzt und dann rasch ans Arbeiten, würde ich sagen. Wir haben doch da diese Sporen gefunden. Ich habe doch den Flammenwerfer. Wäre es nicht sinnvoll? Ihr macht erstmal alle ein Stresslevel hoch, ihr beiden. Aber wäre es dann, ich kann ja dabei... Ich da eigentlich Stress abgebaut haben. Und dann... Mach ich das nochmal auf Panic Roll?
Nein, einfach ein Anhaken, glaube ich, ne? Genau. Ach so, Entschuldigung, ich dachte jetzt, wir müssen nochmal. Ja. Und dann macht ihr nochmal einen Airwurf, ob ihr noch Luft, ob ihr Luft verbraucht habt dabei. Quatsch. Nein. Jetzt im Moment nicht. So, der John hat auf jeden Fall mal Luft verbraucht. Wie viel hast du noch? 3? Ich auch. Ach ja, sehe ich auch. Ein Würfel dann weniger jetzt quasi, ne? Aber da wird ja die Wahrscheinlichkeit immer kleiner, dass man... Ja, aber auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass du so einen Scheiß würfelst, ne? Nee. Was? Ach so, ja, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit größer. Mehrere, aber ist auch egal. Ja, und der liegt da jetzt mit seinem aufgerissenen Schädel. Das Blut sickert noch so aus ihm heraus. Das Herz scheint noch so ein bisschen zu pumpen. Und ja, nehmen Sie Proben, was auch immer Sie brauchen, um den Impfstoff vielleicht... Ja, das ist eine gute Idee. Und, nehmen Sie Proben und danach sollten wir das verbrennen. Er geht halt hin und nimmt da seine Proben und holt dann auch so einen Glaszylinder, wo er diese kleine Kreatur reinpackt. Und diese kleine Kreatur ist wirklich so milchig weiß, hat halt so ganz dürre Beinchen, so einen etwas länglicheren Kopf, keine Augen, es sind momentan auch keine Zähne oder sowas zu sehen. Und es hat gewaltige Stacheln am Rücken, durch die, also die im Prinzip den Schädel dann auch aufgesprengt haben. Wie groß ist das Vieh? Wie so eine Katze, sag ich mal. Also kam ja aus dem Schädel raus. Also muss in den Schädel passen. Ein kleines Kätzchen. Das wären doch mal Katzenvideos fürs Internet. Was habt ihr denn? Flynn. Ist das auch Dr. Flynn? Ja. Dr. Flynn, was habt ihr denn herausgefunden über diese Sporen? Also, wie verbreitet sich dieses... Wie wird man krank? Inwieweit infiziert man sich? Ja, man merkt es gar nicht. Die Sporen sind winzig klein und suchen sich ihren Weg in den Körper, durch alle möglichen Körperöffnungen, über die Schleimhäute der Augen... Oder über oder durch den Gehörgang oder in die Nase oder in den Mund. Nun, wir haben ja hier in den Duschkabinen da ganz viele schon größere Pilzgewächse gefunden. Wäre es dann nicht sinnvoll, diese zu entfernen? Ich habe den Flammenwerfer auf dem Rücken. Auf jeden Fall. Ich funke jetzt erstmal Lyran und Lea an. Ja. Ja, mach das. Lea, Lyran. Wir hatten gerade Kontakt zu irgendetwas, was zwar ein Mensch war. Es wurde verwandelt. Ich habe es töten können mit einem beherzten Schuss aus der Nagelpistole. Nehmt euch in Acht, anscheinend... was hatten wir gestern ausgerechnet? Sechs waren in den Kryokammern, zwei waren schon tot. Genau. Das heißt, wir müssen 17 noch... 17 gab es auf dem Schiff. Mit 9 potenziellen Gegnern rechnen. Und einer lag in dem Gang, den ihr gesehen hattet. Ach, ja, den hatte ich gesehen. Gegnern rechnen, ja. Was meinst du mit verwandelt? Das könnte ich nur in einer Therapiesitzung erklären und mit Puppen. das müsst ihr euch anschauen. Und sag ihnen noch, ich pack die Axt, Wilson. So, wir gehen's dahinter. Scheiß auf dieses scheiß Cockpit. Ja, den immer auf den Kopf schlagen, wenn euch etwas Feindliches gegenüber kommt, immer den Kopf zertrümmern. Und besser den solange es geht, den Helm auflassen. Ja, ja. Natürlich. Es sind Sporen in der Luft. Es gibt einen Impfstoff, aber wir sind uns nicht mehr so sicher, ob er wirklich funktioniert. Hat Lyran eigentlich auch den Helm mittlerweile abgesetzt? Nee, bis jetzt noch nicht. Ich habe ihn jetzt wieder aufgesetzt. okay, wir kommen hier nicht weg, es ist alles zerstört und ich brauche Kayla eigentlich hier vorne. Warum nehmt ihr nicht die Helme ab und setzt einfach ein paar medizinische Masken auf? Ah. Oh Mann. So einfach könnte es sein, gell? Abstand einfach halten. Vielleicht, wenn es mir eh um Sauerstoff geht.
Ich würde mal schauen, dass ich mich dann auf den Weg zur Brücke mache. Allerdings möchte ich irgendwie nicht alleine gehen oder nicht ohne Waffe. Also zumindest könnten Sie mir mal eben helfen, ihn hier auf die Bahre zu legen? Kann ich jetzt nicht so liegen bleiben. Ja, natürlich, sicher. Sollen wir euch entgegenkommen? Mach mal einen Aufmerksamkeitswurf, Lars. Aufmerksamkeit? Ja, ich weiß nicht, wie das hier heißt. Observation wahrscheinlich, oder? Observation, genau. Observation. 2. Sieht gut aus. 2 Folge. Du, als ihr den so anhebt, siehst du halt, wie seine Jacke so ein bisschen runterhängt und da drin ist so ein Indikator, so eine Spritze. Mhm. Ja, die würde ich dann mal rausnehmen, wenn wir ihn hingelegt haben. Ja, ihr legt ihn hin und du nimmst das raus und der Arzt guckt so, was haben sie da? Keine Ahnung. Ich werde es mir mal anschauen. Das sind die Impfen. Zeigen Sie mal her. Ist die noch aufgezogen? Die ist aufgezogen. Er hat sie nicht genommen. Oh Mann, was? Impfverweigerer. Oh mein Gott. Wir sind hier mit allem konfrontiert. Oh Mann, diese... Höchst aktuelles Drama hier. Und das mitten im Nirgendwo. Ja, im Jahre 2264. Ja, dann ist es ja vielleicht haben wir ja doch Glück und der Impfstoff wirkt trotzdem. Ja, nun mit Sicherheit, uns geht's ja gut. Ich würde Ihnen auch empfehlen, wo wir gerade eine Impfdose da haben. Nein, nicht durch den Anzug, das wäre blöd, ne? Da habe ich ein Loch im Anzug. Also die Handschuhe, irgendwie kann man sich die ausziehen oder was? Nee. Ach, wie auch immer. Ich werde in den nächsten Druckraum einfach gehen und mir da die Spritze setzen. Fertig. Ja. Da muss ich. Sind wir jetzt eigentlich mittlerweile auf dem Weg nach hinten oder? Also ich hätte mich nämlich auf jeden Fall dann so langsam losgemacht, auf den Weg gemacht. Ja, wo willst du hin? Zurück zu den Cryo Chambers. Da wo die Kacke am Dampfen war. Ich will irgendwie nützlich sein. Ja, warte mal. Wie so ein Tiger im Käfig durch die Gegend und wird eher gestresster als ruhiger, wenn er da weiter rumsteht. Pass auf, dann lass uns sie abholen. Ich muss mal eben nach einem Würfelwurf gucken. Leider lässt jetzt auch schon Kratzspuren an den Wänden. Mach mal einen Wurf auf Ausdauer, Lars. Stamina. Ja, 2 Erfolge. Warte mal eben. Ah, okay. Zwei Erfolge hast du? Ja. Okay, gut. Ja, du verabreichst dir das Antiserum und es passiert halt nichts. Alles ist gut, du fühlst dich gut. Keine Komplikationen bisher. Ja, dauert ja meistens auch ein bisschen. So, was war jetzt da hinten los? Entschuldigung, dass ich gerade nicht so richtig bei euch war, weil ich hier noch geguckt habe. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück, um die beiden abzuholen. Und ich möchte aber die Tür zum Kopf... Ach nee, die haben wir ja kaputt geschlagen. Die können wir nicht wieder schließen, ne? Nee, die könnt ihr nicht wieder schließen. Aha. Nee, habt ihr die kaputt geschlagen? Ich glaube nicht, oder? Nee, ihr habt die geknackt, meine ich. Ja, über Comtech hast du das, glaube ich, geknackt. Okay. Dann würde ich die gerne wieder zumindest zuziehen. Oder Lebschack, wir hatten Mother gefragt. Wir hatten Mother gefragt, ob sie die Tür aufmachen kann. Na, die konnte es aber nicht. Nee, die konnte es nicht? Nee, die hat es verweigert. Ja. Der Kapitän des Schiffs hier, der lebte auch noch, richtig? Nein, der Kapitän ist tot. Ich habe das Kommando, sagt Jones, der zweite Offizier. Ist das der Marine?
Der hat so ein Vollbart und so. Die sehen ja alle gleich aus hier, finde ich. Du hattest gesagt, nur dass es einen Marine gibt, deswegen. Ja, kann sein. Der sieht so ein bisschen Marine-mäßig aus. Nee, er ist nicht der Marine. Achso. Francis Officer Raid ist der Colonial Marine. Raid? Woher wisst ihr das? Ja, ich habe gerade bei den Charakteren reingeschaut. Achso. Da hast du eine schöne Auflistung mit den ganzen Gesichtern und Namen. Und Dienstringen. Ja, aber der ist, glaube ich, gar nicht bei euch an Bord jetzt. Wir haben jetzt noch hier diese Clayton. Wir haben den Flynn und wir haben den Johns, die jetzt noch bei euch sind. Okay. Und, wir müssen uns erstmal sammeln, uns zusammensetzen und gucken, was wir machen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mindestens noch drei Spritzen mit Impfstoff. Ach, Impfstoff. Ja, Impfstoff müsste noch auf dem Medizindeck sein, wenn ich mich recht erinnere. Welches ist das? A, B, C, D? Also A sind wir gerade, das ist glaube ich nicht. Schauen wir mal auf B. Science Sector, Labs, Med. Pots. Warte mal. Es gibt auf jeden Fall viel zu viel zu tun im Moment. Ja, also der Hintergrund dieser Krankheit ist halt, es entwickelt sich ein Tumor im Kopf, tumoröses Gewebe, und das ändert sich dann und wird irgendwann zu dieser Kreatur, die ihr gerade gesehen habt. Und dieser Impfstoff, der hält die Entwicklung dieses tumorösen Gewebes auf. Und es gibt auf jeden Fall noch Impfdosen. Aber wo waren die noch? Muss fast auf B sein. Ja, da ist ein MedLab. Also neben dem Sci-Lab. Ja, da unten. In der Krankenstation. Also ja, B. Ungefähr eine Etage unter euch. Genau. Ich würde euch begleiten, sagt Dr. Flynn. Ja, also wir müssen jetzt gerade einmal die Prioritäten irgendwie checken. Was ist jetzt am wichtigsten? Zuerst die Impfung. Wollt ihr das mit uns machen oder ohne uns? Ja, unsere... Wir brauchen Luft auf jeden Fall. Genau, Luft. Vorne wird... Wir brauchen den Impfstoff, weil uns gehen die Dings ja irgendwann noch aus. Wie schnell geht das mit dem Impfstoff? Das ist halt die Frage. Braucht man vielleicht mehrere Dosen? Reicht eine Dose? Ja, in 2 Wochen kriegen sie die Auffrischungsimpfe. Nein, eine Dose reicht. Das heißt, die können was hier. Hat ja auch mehrere Jahre Zeit dafür. Ja, wie lange brauchen die das, um das herzustellen? Wir brauchen es nicht herstellen. Es ist dort, in der Krankenstation. Wir können es holen. Perfekt. Ja, weil dann können wir auch die Helme absetzen, weil uns geht ja irgendwann jetzt höchstwahrscheinlich auch mal die Luft aus. Okay, also... Keinen Tumor kriegen. Das heißt, wir funken die beiden jetzt an und sagen, die sollen zu uns kommen, wir müssen uns impfen. Genau, die sind eh schon auf dem Weg, glaube ich. Ja, okay. Das haben wir euch ja nicht gesagt. Ja, ich funke euch an. Stimmt. Ja, ihr beiden seid verlasst gerade das Cockpit, als ein Funkspruch von euren Kameraden kommt. Ja. Davis und Lyron. Ja. Kommt mal direkt zu uns in die Cryo Chambers. Wir müssen auf jeden Fall hier über eine Sache mit euch sprechen. Es ist höchste Priorität. Seid vorsichtig und kommt auf direktem Weg zu uns. Wir sind auf dem Weg. Ja, wir zum Glück gerade vor. Super, bis gleich. Ja, und so kommt ihr zu dieser Tür vom Cockpit und ihr guckt so raus und ihr hört so ein klackerndes Geräusch wie Pfoten. Ihr kennt ja, wie so ein Eichhörnchen über ein Dach läuft. So ungefähr hört sich das an.
Und ihr guckt jetzt in diesen Gang. Gegenüber von euch ist halt auch eine Tür, die halt zu diesem Leiterschacht führt, durch den ihr im Prinzip durch die Andockstation gekommen seid. Mhm. Ihr könntet nach rechts oder links, immer von der Draufsicht aus gesprochen. Mhm. Wo wollt ihr lang? Wartet mal eben, ich mach's mal eben für die Dings ein bisschen interessanter. Wo wollt ihr lang? Ich wäre jetzt einfach durch die Junction gegangen. Leiter hoch und dann den Weg, den wir beim ersten Mal hinter zu den Cryo Chambers gegangen sind. Nochmal bitte. Gerade durch zu den Junctions D1. Geradeaus zu den Junctions D1. Was sehe ich da denn? Was? Warum siehst du das? Nee, ich habe bloß gerade gesehen. Ich habe nur gesehen, dass da ein Armory-Abteil direkt neben uns ist. So. Was hast du denn gesehen, Lars? Ich sehe da so ein Token. Ach so. Ach, der da oben. Den sehe ich ja. Jetzt aber den hat mich gar nicht interessiert. Den hätte ich jetzt nicht gesehen. Wo ist denn dein Token? Jetzt ist er. Doch, da ist er. Oh, er wächst. Ist er im All? Wächst, er ach, wir haben Glück, er ist ins All geschossen. Was? Warum sehe ich den nicht? Das ist Miller, Miller, komm, du schaffst es. Auf Deck A, oder? Nein, B. Ach, B, ja, deswegen. So, also gut, ihr steht da an dem Ausgang. Und ihr seid wo lang gegangen? Zum Armory? Nee, ich habe das jetzt bloß gerade entdeckt, das merke ich mir für später. Momentan ist mit den Leuten vereinen wichtiger. Also Junction B1. Okay, Junction B1. Korrekt. Ihr öffnet die Tür und vor euch in der schummerigen Umgebung des Schachtes seht ihr halt diese Leiter, die über die verschiedenen Ebenen führt, nach oben und auch nach unten. Ich schau mal spontan auf den Motion Tracker, den ich jetzt zum Glück immer noch bei mir habe. Piep. 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 Vom Cockpit aus. Von da, wo wir gerade herkommen. Dann lauf. Also im Zweifelsfall schnell. Dann rauf. Schnell. Dann jetzt ohne zu zögern, schnell die Leiter hoch. Okay. Und so geht ihr die Leiter hoch und ich ziehe euch, vielleicht kann ich euch nicht auch da so reinziehen als Token. Das ging da auch irgendwie, warte nochmal, CT Combat Tracker und da haben wir Lyren und Lea, ne? Lyren. So. Guck mal, ob du den bewegen kannst. Ich müsste ihn sehen, um ihn zu bewegen. Auf der anderen Karte? Deck A. Ah, wir sind schon oben. Hallo. Kannst du bewegen? Sieht gut aus. Das ich glaube, du musst gut. Nur was damit noch bestätigen. Okay, ja. Bitte dann okay, nur immer hier vor die Türen irgendwie. Bitte immer nur bis zur Tür. Lass mich die anderen beiden auch einmal reinziehen, bitte. So, auch kleiner machen. Ach, ihr wart ja gar nicht auf der Kryokammer, ihr wart ja im Examination Room, ne? Ja. So, okay, gut. Ja, dann, also ihr dürft euch pro Runde im Prinzip eine Einheit weiter bewegen. Ja? Mhm. Also Einheit ist quasi Türabschnitt. Genau, ein Türabschnitt weiter. Genau. Okay, so, jetzt seid ihr da oben. Ja. Wo geht's weiter? Die anderen beiden. Bleibt ihr in der im Examination Room oder was macht ihr? Ja, wir warten ja erstmal, bis die anderen kommen und dann gehen wir gemeinsam, oder? Ach so, okay. Hätte ich auch gesehen. Wir müssen ja jetzt erstmal auch aufklären darüber, was hier los ist und so weiter. Okay, dann bewegt ihr euch ein weiter. Wollt ihr runter oder was? Ja. Kürzester Weg und ich würde sagen, den Weg, den wir das erste Mal gegangen sind, wo die Leiche nicht liegt. Also genau, links rum. Also hier lang erstmal. Da links. Okay. Gut. Pass auf, ich setze euch, dann geht das
bisschen schneller und sonst sagt ihr mir irgendwie, nee, war falsch gedacht oder was. So, dadurch. Dadurch geradeaus. Was sagt der Motion-Tracker? Gute Idee. Schauen wir mal. Guckt auf den Motion-Tracker und wartet so einen Moment. Das Piepsen hat momentan aufgehört. Okay, scheint ruhig zu sein. Entweder es ist weg oder es bewegt sich nicht. Ganz schnell macht voran. Macht mal dieser Motion-Tracker, der hat ja auch eine bestimmte Energieeinheit. Wer hat den Motion-Tracker? Also ich habe ihn jetzt nicht in meinem Gear drin, aber er wurde mir irgendwann im letzten Spiel übergeben. Den kannst du mir rüberziehen zu Lyran. Warte, also von Lea zu Lyran. Lea, Lyran. Gear. Und die Axt hätte ich dann auch gleich gern noch. Tracker. Die Axt habe ich selber nicht bekommen, glaube ich. Das Wichtigste. Ja, ja, ich wollte es bloß anmerken. Ich will die Axt, gib mir die Axt. Ach scheiße, jetzt habe ich ihn doppelt gemacht. Ich guck mal, ich kann gleich gerne gucken, ob ich eine Axt finde. So, dieser Motion Tracker müsste auch einen Wert haben eigentlich. Power ja, wahrscheinlich, oder? Und bei Consumables wahrscheinlich. Der ist schon hat er natürlich... Okay. Doch, er ist Power Level 5. Guck mal eben, Power Level, Power Supply. 5 vielleicht. Ja, ja. Consumables musste, oder? Nee, müsste jetzt gehen, denke ich. Warte mal. Musste wahrscheinlich anlegen. Ja, jetzt habe ich Power 5. Dann würfel mal bitte auf Power. Der geht ja auch leer mit der Zeit. Was? Und dann gucke ich mal nach einer Axt für euch. Und ist was weg abgezogen? Sieht alles safe aus. Da ist Duracell drin. Ja. Axt zeigt er mir nichts. Hält und hält. Wie könnte denn X noch heißen auf Hatchet. Englisch? Wie? Hatchet. Mit A? Hatchet? Nein, mit H. Hatchet. Nee, auch nicht. Oder. Weapon and Armor. Armored. Feuer irgendwie? Gibt's dafür was? Für so eine Feueraxt? Wir können das ja auch sehen, ne? Ach nee. Aber ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, was die Überlebenden angeht. Weil du hattest letztes Mal gesagt, da sind 6 Lebende. Ja. Jetzt hast du aber uns eben nur 4 vorgelesen. Dann habe ich mich vielleicht vertan. Letztes Mal oder jetzt? Nee, ich habe die ja jetzt hier ausgedruckt. Ich habe jetzt 3 müssten jetzt noch da sein. Okay, das heißt, es sind nur 4, insgesamt zwar nur 4 Überlebende. Ja. Ach so. Oh, das heißt noch mehr Gegner. Super doof. Das ist aber doof. Ach so, wisst ihr, was ich gleich auch noch machen muss? Ich muss euch noch neue Beweggründe geben. Alien. Wo ist das Regelwerk? Da. Wie durchsuche ich nochmal ein PDF? Du, Steuerung F oder wie war das? Ja, klar. Da bin ich wieder. Hallo. Baby. Axt, so, irgendwas hat er gefunden. Feueraxt. Kein Bonus, Schaden 2. Der 2W6, 3. Benötigt eine Phase pro Bereich. Ach so, wenn du darauf würfelst. Okay, also ihr habt eine Feueraxt gefunden. Die gibt keinen Bonus, aber Schaden 2. Müsste ich jetzt mal gucken, wie ich das eingetragen kriege. Feuer. Ah, ist doch gar nicht der. Immerhin besser als mein Harpunengewehr, was nur ein Damage von 1 hat und auch keinen Bonus. Feueraxt. Aber da hast du Fernkampf und mit der Axt musst du Nahkampf. Ja, gehen. Aber mein Range Combat ist bei 0 und mein Close Combat ist bei 2. Okay, macht Sinn. Damage 2 hat er gesagt, ne? Ja. Oder was hat man gesagt? 5 hat er gesagt. Ja. So, müsste gehen. Ähm.
Wird dir jetzt angezeigt im Kampfmenü irgendwie? Weil ich sehe gar nicht, wo ihr überhaupt diese Kampfdinger drauf würfelt. Wo würfelst du da drauf, Lars? Hast du gerade geschossen? Bei Gear oder wo drückst Active du drauf? Active Equipment. Unter Combat. Mhm. Bei Combat hast du eine schöne Liste. Ah ja, der ist also, jetzt hier. Okay, ich könnte im Kampf auch auf diesen Motion Tracker würfeln. Weiß nicht, was das bringt, aber ich könnte es versuchen. Kannst du auf den Schädel hauen mit. So, jetzt gucke ich nochmal eben nach euren neuen Dingens hier und ziehe euch die mal rein. Da haben wir den Lyran, Ich bin schon da, oder? Wie heißt du mit Nachname, Lyran? Das finde ich unheimlich doof. Ach, Cham, okay. Ja. Das hat hier Chams Agenda Akt 2. Oh, bitteschön. Lea, wie heißt Lea mit Nachname? Davis. Davis Agenda Akt 2. Lotte, wie heißt du mit Nachname, Kayla? Rai. Wie? Rai, okay, alles klar. Ja, ich will den Text kopieren, warum kann ich das nicht? Jetzt muss ich abschreiben. Musst du das Schloss rausmachen und dann kannst du es kopieren. Nicht. Kannst du nicht? Kann nee. Ich halt den rausmachen? Warte mal. Geht jetzt? Nö, ich tipp's einfach ab. Das ist doof. Mach einfach einen Screenshot. So viel Text. Und für Lars war John, ne? Ja, Wilson. Okay. Achso, sollen wir uns das in unseren Charakter schießen? Ja, wenn du es reinkriegst, zieh rein. Ansonsten. Oder kannst du es dir nicht unten in die Leiste ziehen oder so? Kann man ja so viel reinziehen. Karten, alles Mögliche. Ach echt? Man kann dann die Karte reinziehen? Mhm. Ach so, jetzt wo du genau. sagst. Aber wenn ich in diesem Charakterbogen schon eine Personal Agenda stehen habe, dann kann ich sie ja dort auch aktualisieren. Das kannst du machen, ja. Erledigt. So, der Lyran kann sich auch einen Stresspunkt abziehen für du hast ja gerade auch irgendwie gewartet. Ich weiß nicht, ob du da schon einen abgezogen hattest. Nee, ich war ja der Meinung, es entspannt sich eher, wenn er nützliche Dinge tut, als wenn er rumsitzt und wartet, dass was passiert. Jetzt tut er nützliche Dinge, jetzt läuft er dahin. Ja, dann zieht er einen Punkt Stress ab. Juhu. So, haben wir es alles? Mhm. Wie geht's weiter? Ja, ihr seid am Ende des Ganges. Deck A, bis zum Ende des Ganges durch die Tür. Ja, ihr lauft so bis zum Ende des Ganges. Vor der Tür würde ich halt nochmal schnell auf den Motion Tracker schauen. Ja. Okay, dann würfel nochmal die Energie vom Motion Tracker. Oh. Alles gut. Perfekt. Und, Ach nee, beim Versagen zählt er. Okay, ja. Nee. Ist nichts, er ist stumm. Dann geht durch die Tür. Durch? Okay, ihr öffnet die Tür und geht hindurch. Ja, und kommt, geht dann wahrscheinlich weiter, ne? Ja. Geht hier noch durch, 1, 2, sind noch 3 Felder, die ihr lauft und kommt dann zu den anderen. So, da sind wir. Alles ruhig gewesen auf dem Weg. Beim Cockpit war Bewegung, aber seitdem haben wir nichts mehr gehört. Was ist denn passiert? Dieser Wissenschaftler, der über Kopfschmerzen klagte, wisst ihr noch? Ich erinnere mich vage, ja. Der alte Mann. Der bekam Nasen-, Augenbluten. Und seine Augäpfel wurden weiß und dann zerplatzte sein Schädel und eine Kreatur, die da in diesem Glaskolben liegt, kam aus seiner körperlichen Hülle. Es war wie ein Parasit, der den Körper im Kopf dieses Mannes gewachsen ist. Und ja, irgendwie. Weiß ich nicht, ich habe geistesgegenwärtig reagiert und ihn mit der Bolzpistole getötet. Und daraufhin hat uns Flynn offenbart, dass es einen Impfstoff gibt,
dass diese Sporen, die hier fliegen, wenn man sie einatmet oder anders über Schleimhäute aufnimmt, die lösen einen Tumor im Kopf aus, aus dem dann so ein, ja. Moment, irgendwelche Sporen gehen in meinen Körper rein und dann wächst da ein Vieh in mir drin. Mhm. Du hast es erfasst. So. Aber zum Glück haben wir noch alle nicht unsere Helme abgesetzt und die übrigen hier sind alle geimpft. Der Wissenschaftler hat warum auch immer die Impfung nicht genommen. Ich schaue rüber zu Lea, weil ich habe ja zumindest gesehen, dass sie ihre Pillen eingeworfen hat. Ich hatte meinen Helm ab. Für wenige Minuten. Ja, dann. Ich schaue zu Flynn rüber. Kann man sich dann trotzdem noch, also auch wenn man diesen Sporen schon ausgesetzt war, kann man sich trotzdem impfen? Ja, natürlich. Ich hatte ja gesagt, dass die Impfung das Wachstum des Tumors auffällt. Und wo kriege ich die Impfung jetzt her? In der Krankenstation müssen noch einige Fiolen sein, wenn sie nicht beschädigt wurden. Also wir gehen jetzt runter. Genau. Ja, ich würde euch begleiten. Bitte. Aber beeilt euch, sagt die junge Frau mit den blonden Haaren. Wir sollten langsam sehen, dass wir hier wegkommen. Ja. Wir müssen unbedingt zurück zur Erde. Ja, es ist alles beschädigt und wir müssen das Steuerpult erst reparieren. Ja, dann stehen Sie doch nicht so lange rum. Ich meine, dass ich nicht reparieren kann, das sieht man wohl, oder? Wir müssen hier langsam weg. Ja, sonst wären Sie wohl schon längst zur Erde zurückgeflogen. Ja, das glaube ich auch. Ist das hier die Putze, oder? Anscheinend. Sie waren zuständig wofür? Ich bin von Weyland Yutani. Und hatte den Auftrag, die Proben zurück zum Konzern zu bringen. Ja, diese Proben... Hat ja Proben gut funktioniert. Ich bin diejenige, die sie bezahlt, um das mal klarzustellen. Sie persönlich? Zugegeben, für eine 105-Jährige sehen sie nicht schlecht aus. Aber und sie brauchen mir nicht sagen, mich kotzt es selber an, dass ich meine ganze Zeit hier in dieser Kryo-Kapsel verbringe. Ich würde auch lieber auf der Erde auf irgendwelchen Feiern sein. Ja, ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Ich würde jetzt mal sagen, wir alle beruhigen uns jetzt erstmal. Wir können jetzt erstmal nur das machen, Schritt für Schritt. Und wir gehen jetzt los und ihr verbarrikadiert euch hier. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja. Oder wir nehmen sie mit und entscheiden unten, wie wir so viele Hände wie möglich sinnvoll aufteilen. Ja, aber die sind jetzt, glaube ich, gerade. Die müssen ja eh erstmal auch noch wirklich irgendwie. Machen wir. Ja, der Flynn ist ja gut, dass er jetzt schon mitkommt. Ich glaube, wir sollten jetzt erstmal uns impfen und dann gucken wir mal weiter, was als nächstes ansteht. So, ich gucke mich gerade, bevor wir jetzt losgehen, noch einmal im Examination Room um. Gibt es noch irgendwas, was man als Waffe benutzen kann? Also ich habe jetzt eine Axt und diesen Harpunen-Dingens. Ich kann nicht beides gleichzeitig nutzen. Ich würde dir dieses Harpunengewehr abgeben. Okay, was mit dem Flammenwerfer? Sollen wir, wir sollten den Flammenwerfer und die Sporen erst dann nutzen, wenn unsere Filter wieder richtig laufen. Ne? Sonst werden wir hier richtig schön uns ersticken. Noch ganz kurz. Was ist denn, gibt es sonst noch irgendwas Sinnvolles? Ich habe jetzt keine Zeit, lass uns los. Was ist denn im Examination Room noch zu sehen? Ja, ihr seht halt die Leiche des Dr. Cooper, der da aufgebahrt ist und dem der Kopf total aufgerissen wurde. Wofür ihr euch gerne einen Stresslevel hochmachen könnt. Dann könnt ihr ja mal einen Bettlaken drüber legen. Oder einen Laken oder so. Ja, das könnt ihr gerne tun, jetzt im Nachhinein. Aber die Julia möchte bestimmt einen Stresslevel hochmachen. Eigentlich nicht. Unsere Stresslevel wird schon wieder gefährlich niedrig. Ansonsten seht ihr, dass der Raum halt notdürftig aufgeräumt wurde. Die zwei Medipacks hattet ihr euch aufgeschrieben, glaube ich, ne? Ja. Und ansonsten Schränke? Sind da halt medizinische Geräte, ja, sind Schränke. Ja, denn ich möchte die Schränke noch eben durchwühlen. Ja, du findest da noch 10 Tabletten, die dir für deine Sucht helfen die würden. Die stecke ich mir unauffällig ein. Ja. Und nehme noch eine. Okay. Wer läuft denn jetzt noch mit dem Helm rum? Ich. Also ich habe noch bin auf. Geimpft.
Ich nicht mehr. Ich laufe mit dem nach oben. Privilegien. Okay. Gut. Ja, dann geht's los. Ihr öffnet die Tür wieder. Oder wollt ihr direkt da die Leiter runter? Was habt ihr vor? Wo wollt ihr lang? Das ist der kürzeste Weg. Da in die Junction? Der Dings gibt auch ein bisschen Rüstung, ne? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch. Nein. Doch, gibt der. Steht ja. Steht ja drauf. Zwei. Also, es wäre jetzt total sinnvoll, hier in diese Junction zu gehen, weil dann kommen wir direkt nämlich bei der B2 raus. Ja. Und sind dann direkt im Science Sektor und direkt am Science Lab. Jo. Ja. Und am Med Lab und so. Machen wir es so. Ja. Und am Reaktor Core. Okay. Leichte also, Verstrahlung mitnehmen. Ihr geht über die Junction B2 runter, ne? Habe ich richtig verstanden? Ja. Okay, und dann kommt ihr da diese Leiter hinab. Und, Hast du einen Bewegungsmelder? Lauscht ja, ja. Halt. Beziehungsweise schauen auf den Motion Tracker. Dann. Einmal wieder Power würfeln. Auf den Motion Tracker würfelst du nochmal Power. Wo ist er? Kann man denn später die Power auch irgendwie wieder aufladen oder was? Natürlich nicht. Was jetzt echt nicht? Da wäre ja viel zu einfach dann. Wie? Hallo, das ganze Schiff funktioniert. Da kann ich das Ding nicht in die Steckdose stepseln? Das wäre ein iPhone. Ja, aber das ist ja kein Instant Charge. Der braucht ja seine 3-4 Stunden zum Laden. Ja, dann ist ja in Ordnung. Kann er ja meinetwegen brauchen, aber. Ich meine, hallo, wir sind im Jahre 2264. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall schon den ersten Balken unserer Energieversorgung verloren von dem Ding. Wichtig ist, ob er piepst. Ihr starrt halt darauf und er piepst. Ihr seht drei Punkte, die sich vor euch hin und her bewegen. Piep, piep, piep. Wie jetzt vor piep, uns? Also piep, piep. Weit vor uns nach? Würdet schätzen, ungefähr durch die Tür durch auf dem Flur. Im Science-Sektor? Piep, 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 piep. Da ist doch bestimmt wieder so ein Guckloch in der Tür, oder? Piep, piep, piep. Ja. Da guck ich da mal durch. Du guckst also durch und näherst dich mit deinem Gesicht an die Scheibe und guckst nach rechts und nach links, aber du kannst nicht sehen. Und? Guck mal nach oben. Ob da irgendwas klettert oder so. Okay, ich guck nach oben. Da ist die Leiter, die hochführt. Aber da oben ist nichts zu sehen. Nein, und die Leiter führt auch noch weiter nach unten. Nein, durch das Guckloch. Ach so, an die Decke von dem. Ja, du guckst da an die Decke, aber auch da ist nichts. Aber das also Ding piept hör halt was, beständig da ist weiter. Was, aber ich sehe nichts an dem Viech. Genau. Und das sind drei Stück. Drei Punkte sind da, die ziemlich nah beieinander stehen. Du hattest mir gerade eben was für ein Ding. Könnte abgegeben. Aber auch sein, ihr wisst ja, dass auf der anderen Seite ist ja noch dieses Psylab 2. Kann auch sein, dass sie da drin sind. Achso. Könnte. Hm. Ja, aber ich hatte dir. Michael, kannst du das kurz rüberschieben? Ja, den, warte einmal. Space von Sub SO-400 Harpoon Grappling Gun. Grappling Gun will er rübergeschoben haben. Einmal zu yes. Kayla. Oder kann ich auch mit der Cutting Torch irgendwie um mich schlagen? Ne, ich nehme lieber die Harpune. Die Cutting Torch ist ja so eine kleine Flamme im Prinzip, so ein Schweißbrenner, genau. Ja, kann ich auch ein Alien mit anschweißen. Ja, natürlich. Piep, 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 piep. Ja, also wir können jetzt hier uns die Beine in den Bauch stehen oder wir schauen jetzt, dass wir rausgehen und versuchen, das Viehzeug umzubringen, wenn da was ja, ist. Ja, wir müssen einfach bereit sein, wenn etwas kommt, abdrücken. Genauso gegenwärtig, wie eben Wilson war. In dem Raum, wo wir jetzt sind, sind da Gegenstände? Nein, da ist nur diese Leiter. Okay. Ja, dann packe ich die Axt fester und mach die Tür ich auf. Ich zieh meine Pistole. Leise. Und so wird der Gang vor euch geöffnet. Ihr spitzt die Ohren, aber es kommt jetzt auch nichts reingerannt und attackiert euch. Dann stecke ich mal vorsichtig den Kopf raus und schau mal rechts und links den Gang lang. Ja.
Siehst du nix. Flynn. Luft sind die sieht frei aus. Im MedLab oder im Science Lab? Die Impfung. Flynn. Sie sind im medizinischen Labor. Okay, also nach links. Gut, ich gehe vor, einer sollte. Denke ich, warte nochmal eben, ich kontrolliere das nochmal eben. Errol Flynn. Das wäre natürlich nicht schlecht. Genau, im MedLab. Okay. Ich gehe vor, wer passt auf unseren Rücken auf? Ich mit der Pistole. Ich gehe dann rückwärts an meinen Vordermann gepresst. Keine Ahnung, wer es ist. Also gehe ich auch langsam, dass du sicher laufen kannst. Dann gehe ich hinter dir und den Flynn nehmen wir in die Mitte. Ja, dann gehe ich vor der Leier. Leia. Ich muss die Punkte einmal korrigieren. Es waren nur 2 Punkte. 2 Punkte. Okay. Nun, wir müssen hier links rum. Ja, das sehe ich auf der Karte. Eure Schritte prallen echt hart auf dem Boden auf und sie sind lauter, als ihr es euch wünschen würdet. Und so geht ihr links rum durch die oder ihr steht vor der nächsten Tür. Wollt ihr überhaupt durchgehen? Vielleicht gucken wir erstmal. Ja, ich würde jetzt nicht bei jeder Tür diesen Motion-Tracker anmachen und hier kann ich gerade durchschauen. Ich schaue einfach mal gerade durch und wenn ich das sehe, dann gehen wir einfach durch. Du guckst durch diese Tür durch und du siehst, dass auf dem Boden eine blutige Spur zum nächsten Lock führt. Also zum gegenüberliegenden Tür. Genau, richtig. Oh, scheiße. Ich hoffe, jeder von euch kann Blut sehen. Ja. Das wird jetzt nicht Problem. Spaßig. Okay. Hauptsache, kein Ding ist in dieser. In diesem Gang. Aber irgendwas hat sich da irgendwen oder irgendwas anderes geholt. Okay. Gott, sieht das eklig aus. Ja, ich mache die Tür auf und versuche nicht in diese Blutspur zu treten, wenn ich den Gang lang gehe. Ja, du öffnest die Tür. Und ihr seht, dass links halt die nächste Tür zum MedLab führt. Es ist nicht so eine dicke Blutlache, es ist einfach nur, sind nur so Spuren, dass da halt ein Körper hingezogen wurde quasi. Also ein leicht blutender Körper wurde lang gezogen. Genau. Dann lass uns schnell in das MedLab. Lass uns da reingucken und ins MedLab. Ja. Wieder mal schnell durchs Guckloch schauen, ob ich irgendwie Bewegungen sehe. Ist wahrscheinlich schwierig, weil da viel rumsteht. Aber wenn ich da nichts Augenscheinliches sehe, dann. Ja, ihr seht da rein und ihr seht, dass da zwei ältere Medpods sind. Was ist das? Beziehungsweise, nee, die sind da gar nicht. Warum steht das denn beim MedLab dabei? Also ihr seht, dass da ein Tisch ist und dass da einige Probengläser und sowas stehen, also halt ein medizinisches Labor. Es ist alles unordentlich, chaotisch, da wurde wohl gekämpft oder was. Ihr könnt euch da von eurer Position aus noch keinen Reim draus machen. Dann lass uns rein und erschießen, was auch immer da kommt. Oder ja, erschlagen. Beziehungsweise erschlagen. Ich pack die Axt nochmal fest, mach die Tür auf und gehe schon schlagbereit rein, falls irgendwas losspringt, dass ich direkt zuhauen kann und nicht erst die Axt anheben muss. Wolltet ihr jetzt den Bewegungsmelder aktivieren? Nee. Okay. Ja, ihr öffnet die Tür. Und geht halt vorsichtig in diesen Raum rein. Und ihr seht, dass nach. Da ist Licht, ja. Also so schimmernd oder schummernd, aber da ist Licht. Und ihr seht, dass auf der Tür, die nach Süden führt, steht halt die Aufschrift MedPods. Was heißt da das? Kannst du dich halt. Das sind so medizinische Operationstische. Genau. Die aber automatisch funktionieren. Also da legst du dich rein und wirst quasi operiert.
ohne dass ein Arzt das machen muss. Ja, und ihr seht, dass da in diesem Labor sind einige Urnen aufgestellt. Also es sind so wie Keramik, metallene Urnen, die da aufgestellt sind. Und eine von denen ist irgendwie auf den Boden gefallen und offen. Und da sind halt einige Schränke, die verschlossen sind und ein Tisch und ähnliches. Okay. Ja, ich schaue mich so ein bisschen um und öffne mal die Schränke. Ja. Ja. Der Arzt geht zielgerichtet zu einem Schrank und holt da halt einen Koffer raus, den er öffnet. Und hier ist es. Und kommt halt zu euch und soll ich sie impfen oder wollen sie es selber machen? Nein, bitte. Dann ziehen Sie bitte den Anzug einmal aus. Ja, mach ich. Und er drückt dir die Impfe rein. Mach bitte auch einmal auf, was hast du gerade gewürfelt, Lars? Ausdauer? Stamina. Genau, auf Stamina. Mein Gott. Okay, das sind jede Menge Erfolge. Lotte? Ja. Ich mach auch meinen Arm frei. Ja, Stamina, er drückt dir auch die Impfe rein. Du hast 2 Erfolge, ne? Ja. Und dann bitte noch Lyren. Jo. Auch der kriegt die Impfe verpasst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Erfolg. Okay. Ja, und ihr merkt erstmal nichts außer diesen kleinen Peaks und er hat da noch irgendwie 2-3 Dosen, die er halt auch mitnimmt. Wisst ihr, ich habe dieses Mittel selber miterfunden. Ich bin da schon etwas stolz drauf, aber ja. Und diese Spritze hilft, dass mir kein Tier im Kopf wächst. Ja, auf jeden Fall. Super. Also das hält das Wachstum der Sporen auf. Das ist ja ein Wahnsinn, diese Spore mit zur Erde zu nehmen. Ja, sie sollen untersucht werden. Es könnte sein, dass sich diese Sporen, dass sie nicht nur auf LV 1113 vorhanden sind, sondern dass sie auf mehreren Planeten sind. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Kolonie und dort breiten sich diese Sporen aus, dann haben Sie dort ein Massensterben sondergleichen. Und wir hoffen uns davon, auf der Erde ein Heilmittel, also die Impfe weiter auszubauen und daran forschen zu können. Nun gut, dann, nachdem ich so ein bisschen meine Impfung da verdaut habe, möchte ich mich im MedLab ein bisschen umgucken, was da so noch zu finden ist. Ich bleibe einfach bei der Tür zu dem Gang, aus dem wir kamen und halte einfach ein bisschen die Augen auf. Mit medizinischem Zeug kenne ich mich eh nicht aus. Da mache ich nur Sachen kaputt. Ist das MedLab denn auch so durcheinander wie die anderen Räume oder geht's hier noch? Nee, es wurde hier sogar gekämpft irgendwie. Okay, dann sollten wir hier ein bisschen Ordnung schaffen. Wir werden noch Wochen, wenn nicht Monate hier verweilen müssen. Ja, vielleicht sollten wir auch mal schauen, in welchem Zustand die MedPods sich befinden. Falls wir mal eine, was ich nicht hoffe, aber eine Operation durchführen müssen. Ich packe mal meine Harpune fester und schau mal durchs Bullauge. Kann man da irgendwas sehen in der Junk, in der kleinen Mini-Schleuse da? Nee, also du siehst halt, dass das Fenster von dem MedPods total mit Blut beschmiert ist. Okay. Das klingt gar nicht gut. Vielleicht sollten wir da doch mal eben den Motion Tracker anmachen oder ob sich darin noch irgendwas bewegt. Oder einfach rein und abknallen. Ja, kann komm. Anmachen. Nee, lass. Wenn man den nicht so gut laden kann, dann sollten wir den lieber uns sparen. Wer begleitet mich? Ich glaube, ich bin. Oder du. Okay.
Flynn? Ja. Dieses Vieh, was da gerade erlegt wurde, das war ja noch recht klein. Gibt es Erfahrungswerte, ob sie größer werden? Ja, sie wachsen. Wie viel? Also ich kenne sie in Menschengröße. Ach du Scheiße. In Menschengröße. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen zweifelnd auf meine Axt. Wir haben uns verbarrikadiert in dem Raum und nur unsere Androidin draußen gelassen. Dass sie das Schiff weiter auf Kurs hält. Das ist anscheinend nicht passiert. Hattet einen Androiden hier? Wo ist der? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie noch nicht gesehen. Wir auch nicht. Ava heißt sie. Ava Mother, 6. Location von Ava. Ava kann nicht aufgefunden werden. Empfange kein Signal. Wer hat denn im Cockpit die Axt in die Steuereinheit gesteckt? Ist Ihnen das bekannt? Das weiß ich nicht. Na gut. Lass uns schauen, und was wir... Ja? Nein, nichts. Dr. Flynn, wollen Sie noch etwas sagen? Ja, nun, scheint, jetzt raus mit der Sprache, Mann. Die Impfe hatte halt bei dem einen oder anderen unangenehme Nebenwirkungen. Der ein oder andere ist aggressiv geworden, aber da müssen Sie sich jetzt keine Gedanken drüber machen. Aha. Was sagen Sie uns, nachdem Sie uns geimpft haben? Ja nun, Sie haben doch gesehen, was die Alternative ist, oder nicht? Ja, aber wir haben alle Waffen in der Hand. Bis auf Sie. Im Zweifelsfall richten wir unsere Aggression gegen das Viehzeug. Ist auch in Ordnung. So, dann ab in die Medpods. Das ist ein wichtiger Raum. Also, Lia, gehst du mit oder gehe ich mit? Ich gehe mit. Gut. Ja, halt deine Waffe im Anschlag. Ihr öffnet die Lufttür und dahinter befinden sich zwei alte Pauling-Medpods der älteren Generation. Bei einem ist die Plexiglasröhre zersplittert und zerbrochen, als ob etwas aus ihr herausgebrochen wäre. Der andere ist versiegelt und von innen beleuchtet, aber die gesamte Innenfläche des Plexiglases ist mit dickem, getrocknetem Blut bedeckt. Es gibt eine Reihe von großen Probengläsern. In zwei von ihnen schweben zwei kleine außerirdische Kreaturen, die euch sehr bekannt vorkommen. Okay. Ich schaue mal sofort, also gucke ich, ob da irgendwie... Auf einem weit entfernten Regal steht ein kleineres Probenglas ohne Flüssigkeit, das dieselben Pilzknoten enthält, die in verschiedenen Bereichen des Schiffes zu finden sind. Auf dem Schreibtisch daneben steht eine offene Metallurne. Vier organisch aussehende Glasfläschchen befinden sich in der Urne. Drei davon sind intakt und enthalten eine schwarze Flüssigkeit, während das vierte aufgesprungen und leer ist. Ich schaue mich erstmal um, ob ich irgendwo ein kleines Vieh entdecken kann. Ja, du schaust dich um und du siehst, dass... oder ein großes Vieh mittlerweile. Dass der Zugang zum Lüftungssystem aufgebrochen ist. Ah ja, da links in der Wand da, ne? Ja. Oh shit. Das heißt, was auch immer hier war, könnte durch den Lüftungsschacht entflohen sein. Wir sollten diesen hier auf jeden Fall irgendwie... kann man den irgendwie wieder abdichten, schließen, nee. Sodass er... Nee? Nein. Wie läuft denn so Entsorgung auf solchen Schiffen? Es wird einfach alles ins Weltall gepfeffert, weil es jetzt so über ist. Oder ja, und das geht von jedem Raum aus, oder wie läuft das? Nee, also, was willst du denn jetzt entsorgen? Ja, die anderen Uhren.
Ja, Moment mal, wir wissen ja gar nicht, was dieses schwarze Zeug in den Uhren ist, in dieser Vier. Also da sind doch so Reagenzien mit irgendeiner schwarzen Flüssigkeit oder sowas, ne? Genau, richtig. Möchtest du wirklich rausfinden, was da drin ist? Ich hatte gerade, oder ich sehe gerade auf der Karte, dass wir alle vier in den Med. Ja, soll das nicht so sein? Ich wäre auf jeden Fall im MedLab geblieben und hätte den Gang weiter im Auge behalten. Also ich wäre da nicht mit rübergegangen. Okay, gut. Ich schon, passt. Okay. Dr. Flynn, ist der bei uns? Ja, der steht da. Dr. Flynn, was ist in diesen. Was ist das für eine schwarze Flüssigkeit? Das ist diese Flüssigkeit, die wir auf. Aufgrund. Also. Wir haben auf ihrer Basis den Impfstoff entwickelt. Okay, das sind die Proben, die Sie genommen haben. Ja, welche Proben? Nein. Ach so, Proben sind diese Pilze. Was ist das hier in den Reagenzgläsern? In den Reagenzgläsern, das meinen Sie in hier? In den Uhren. Also das in den Uhren. Was ist das? Das sind diese Proben, die wir, also aus sehen wir die in den Impfstoff. Okay. Woraus bestehen diese Proben? Sie wurden man hat sie geborgen von der Prometheus. Von der Prometheus? Was sagt uns das? Was sagt uns das irgendwas? Nö, wenn es euch halt nichts sagt. War ein altes Schiff, sie waren unterwegs und hatten diese Substanz gefunden. Diese anderen Urnen, die haben wir auf LV113 gefunden, als wir diese antiken Städte unter die Augen genommen haben. Antike Städte? Ja, es war irgendwie auf LV113 gab es Tempelanlagen von einer uralten Rasse und dort haben wir diese Pilzsporen gefunden. Das heißt, Sie wissen selber nicht, was das hier ist? Was? Diese Proben, was genau das ist? Was meinen Sie jetzt, die von der Prometheus oder die wir gefunden haben? Sowohl als auch. Sie wissen nur, dass es Proben sind, aber nicht, woraus sie bestehen? Ja, sie sind halt außerirdischen Ursprungs. Aber wir haben den Impfstoff in einer Sonderzulassung zugelassen, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Corporation hat die Studien abgecheckt und sie genehmigt. Die waren wie lang, diese Studien? Also, wir hatten ja ein bisschen die Zeit im Nacken. Es war 3 Tage. Wo ist denn der nächste Damm quasi? Also der nächste Weltraummülleimer? Der Mülleimer. Was haben Sie mit dem Mülleimer vor? Wir werden hier alles entsorgen. Das können Sie nicht entsorgen. Das ist ja unser Auftrag. Das ist das, was wir ja. Also, wir müssen uns gut darüber im Klaren sein. Schließlich bekommen wir eine bestimmte Bezahlung, die nur natürlich auch vonstatten geht, wenn wir das abliefern, was Sie wollen. Was glaubst du, wo unser Schiff gesprengt hat? Weiß ich nicht. Eine verrückt gewordene Mother. Was weiß ich denn? Ava. Was? Der Android? Wer sonst? Ich hätte es ja der Miller auch zugetraut, muss ich sagen. Hä? Miller ist doch... Ja, ich bin auch nicht gut mit ihr ausgekommen, aber ich meine, sie ist bald draufgegangen. Wissen wir das? Vielleicht meldet sie sich einfach nur nicht mehr per Funk. Warum sollte sie das machen? Ich habe ihr nie getraut. Nun, okay. Ich kann irgendwie... Waren da gerade Geräusche? Oder war das jetzt nur so? Ich weiß nicht, hast du Geräusche gehört? Ja, habe ich. Ich würde gerade gerne mal irgendwie Observation würfeln, ob mir irgendwas auffällt.
Ja, würfel mal Observation. Ich weiß nicht, es können doch meine Nachbarn hier sein, die hier manchmal irgendwie... Mal würfel mal Observation und ich würde sagen, ihr könnt euch ein Stresslevel abziehen, weil ihr jetzt relativ lange da steht. Du horchst, aber du glaubst nicht, dass du was gehört hast. Scheinen dir deine Sinne einen Streich gespielt zu haben. Was ist los? Ich dachte, ich hätte was gehört. Nun, was auch immer hier durch den Lüftungsschacht abgehauen ist, kann natürlich auch durch diesen Lüftungsschacht wieder zu uns stoßen. Also wenn ich mir halt diese beschädigte Urne hier anschaue, ist anscheinend irgendwas da. Wir können jetzt nicht ausschließen, dass irgendwas ausgebrochen ist aus dieser Urne, was vorher in diesen Reagenzgläsern war. Ja, das kann durchaus sein. Nein, und Urnen? Oh, jetzt bin ich total verwirrt. Also wir reden von den Alien-Eiern, ne? Nein, da sind Urnen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, bei euren Medpods, da stehen zwei so Behälter. Der eine ist aufgebrochen und der andere, der ist nicht aufgebrochen. Da sieht man aber nichts drin, weil da alles voll Blut ist. Das sind diese Medpods. Da scheint also noch irgendetwas drin zu sein. Das sind die Medpods, diese Operationstische. Dann gibt es Urnen, in denen so ja, da sind so Gefäße drin mit so einer, das sieht fast aus wie eine Flüssigkeit. Aber eine ganz komische, das kann auch gasförmig sein, flüssig, es ist auf jeden Fall irgendwie organisch. Daraus haben die den Impfstoff gemacht. Aber sind von der Prometheus. Die Urnen sind quasi. Die sind von der Prometheus. Schiffsequipment von der Prometheus. Genau. Und dann gibt es noch diese Pilzstrukturen, die halt mitgenommen haben. Die haben sie in diesen alten Krypten oder was das war, also von dieser alten Okay, und ist davon Generation eine aufgeplatzt wurde. Oder ist eine von diesen, ich sag's jetzt mal, Verwahrungsbehältern aufgeplatzt? Von den Verwahrungsbehältern ist, von der Prometheus ist was aufgeplatzt. Ja, okay, dann habe ich's doch richtig verstanden. Ich würde sagen, wir bringen das ganze Zeug am besten zu einem Dock, was wir, also nicht Arzt, sondern zu einem Dock, was wir in den Weltraum, wo wir halt das Schott aufmachen können, dass alles, was da drin ist, zur Not ins Weltall geblasen werden kann als letzte Versicherung. Ach so, dass wir das da speichern sozusagen, aber es kann puff irgendwie möglichst schnell ins Weltraum verfrachtet werden. Genau, im Prinzip müsste dann nur müssten wir Notzugriff, sage ich mal, programmieren, den wir auf irgendeine Taste in dem Bereich legen, wo wir sind. Und dann kann zur Not einer auf den Knopf hauen und die ganze Scheiße aus. Dafür müssten wir erst das Steuerpult wieder in Ordnung bringen. Und die Lüftung und so weiter. Ich glaube, wir werden Zeit haben. Ich glaube, wir haben halt hier tickende Zeitbomben. Was ist hier mit unserem Medpod? Da scheint doch irgendetwas drin zu sein. Wir können von außen nicht sehen, was und ob sich das noch bewegt oder nicht. Steht da irgendwie letzter Patient? Nö. Kann die Mother uns darüber Auskünfte geben? Frag sie. Oh, ich bin schlecht in sowas. Mother, gib uns die Statuseinheit des Medpods, des rechten Medpods. Was ist passiert? Was ist da, wie auch immer? Ich kann Operation fehlgeschlagen. Wer wurde operiert? Außerirdische Spezies. Na, herzlichen Glückwunsch. Naja. Ist noch ein Lebenszeichen vorhanden? Spezies zeigt keinerlei Lebenszeichen. Okay. Dann sollten wir das mal öffnen und uns anschauen, was da drin ist. Ja. Haltet irgendwie eure Waffen bereit, falls wir sie doch irgendwie brauchen. Ja. Okay. Ja. Wer öffnet das? Keine Ahnung, ich mach das.
Geh so einen Schritt zurück. Ich habe eine Pistole, die halte ich drauf. Ja. Micha, kurz Moment, während jetzt alle dann gebannt da drauf starren, stecke ich mir eine von diesen schwarzen Flüssigkeiten heimlich an. Okay. Ihr öffnet dieses Medpod und ihr seht darin einen entfernt menschlich aussehenden Körper. Er hat längere Arme und Beine als ein Mensch. Er hat lange Finger und sein Kopf ist leicht nach hinten verlängert. Und seine Augen blicken halt ins Leere. Ihr seht, dass der Brustkorb komplett aufgeschnitten wurde und zur Seite gelegt wurde. Die Rippen liegen frei, darunter die Organe fangen jetzt mächtig an zu stinken, weil die halt die ganze Zeit eingefroren waren und das Ganze jetzt auftaut. Und aus seinen leblosen Augen liegt er halt da. Ihr seht, dass der Kopf aufgeschnitten wurde, das Gehirn liegt halt frei und die Kreatur liegt halt da und wurde an allen möglichen Stellen wurden Muskeln geöffnet. Ihr seht, dass da teilweise die Muskelstränge festgezogen wurden, um irgendwelche Analysen durchzuführen. Und ja, sie wurde von oben bis unten aufgeschnitten, um sie zu untersuchen. Endstadium, oder? Und sie hat so ein bisschen den Mund offen stehen. Fragen wir den Flynn, ist das das Endstadium? Das waren die ersten Impfnebenwirkungen, aber ja, das war der Captain. Er hat es nicht geschafft und wir wollten sicher gehen, was es damit auf sich hat. Wir haben den Impfstoff danach noch etwas modifiziert. Das will ich hoffen. Ja, das passiert jetzt nicht mehr. Wir sind so am Arsch. Ja, dann, keine Ahnung, machen wir das erstmal wieder zu. Was machen wir? Also, reinigen können wir das jetzt gerade hier nicht. Wir müssen uns jetzt um andere Dinge irgendwie kümmern. Dann mach es zu, sonst stinkt's. Ja. Und verwest noch weiter. Wer macht es zu? Ich hab's aufgemacht, dann mach ich's auch wieder zu. Als du es zumachst, bewegt sich plötzlich der Arm und schlägt nach dir. Aber du hast Glück und konntest gerade noch ausweichen und dich zurückziehen. Bewegt sich. Und ihr hört sich so. Ich halte meine Waffe drauf und schieß. Wo drauf? Auf das Vieh. Bei den Geräuschen werde ich jetzt auch zu den Medpods gerannt kommen. Ja, du siehst, wie diese Kreatur da auf dem Tisch liegt und zappelt und wie die liebe Lea einen Schuss auf das Gehirn abgibt und dann ist das Vieh auch tot. Gott. Verdammte Scheiße, was geht denn hier ab? Ach, das war nur eine Impfnebenwirkung. Impfnebenwirkung. Ja, nee, ist klar. Von dem vorherigen Impfstoff. Aber jetzt haben sie eine Note Vanille hinzugefügt und jetzt passt. Ich guck den Arzt, den Flynn einfach nur leicht entgeistert an. Wir mussten den Impfstoff relativ schnell entwickeln. Wie gesagt, es war keine Zeit zum Testen. Und ja. Aber immerhin haben wir die Hälfte der Leute fast gerettet. Mach mal dein Alien-Token unsichtbar, ich sehe es. Was? Oh ja, ich auch. Was ist das denn für ein Scheiß? Man muss das neu mischen. Misch. Geht es jetzt wieder? Auf den ersten Blick nicht. Wir könnten einfach die ganze Zeit Ja sagen. bis 11 Uhr ist dann so ein paar Fein raus. Ja, was macht ihr? Okay. Scheiße. So. Was
Wir haben uns jetzt geimpft. Das war die nächste Priorität. Was ist, steht jetzt an? Wir brauchen Luft. Ja. Ich ziehe mir erstmal mein Helm aus. Oh. Also ich lasse den so mal irgendwie, keine Ahnung, der hängt doch bestimmt irgendwie dann so da hinten oder so, ne? Kann man den nicht so? Ja, oder der ist schon sehr sperrig, ne? Mit so einem riesen Helm da hinten dran. Okay. Ja, ja gut, aber muss ich halt irgendwann später... Das ist ja ein Raumanzug, nicht so ein okay. Antivirusanzug. Also, dann lasse ich den jetzt erstmal noch auf. Ist ja auch Wumpe jetzt. Okay. Wir müssen auf jeden Fall die Luftfilter reparieren. Und ihr hattet auf der Brücke irgendein Problem. Ja. Das ist das Nächste. Ja. Wenn wir hier irgendwie wieder fortkommen wollen, dann hier gibt es auch einen Reaktorkern, ne? Oder ist er? Ja. Nee, Quatsch, da kommt man nicht hin. Weil der ist nicht in dieser. Zumindest nicht von dieser Ebene aus. Nein, stimmt. Was möchtest du denn im Reaktorkern? Wir schauen, ob da was ist wegen den Antrieben. Der Antrieb war ja irgendwie. Die Sensoren sind hinüber, die müssen wir reparieren und das Kontrollboard im... Herzlichen Glückwunsch, Kayla. Sie haben gewonnen, Sie haben Ahnung von all den Jobs. Ja. Und wir haben zu viele Jobs davon. Ja, das habe ich mir auch gerade eben gedacht, das ist ein bisschen bescheuert. Ich würde sagen, die Luftzufuhr ist als Nächstes, damit wir anfangen können, die Sachen zu verbrennen auch, ne? Bin ich auch dafür. Sie wussten aber, wo der Schaden sitzt? Ja, auf jeden Fall. Ich war ja schon in dem Luftschacht, in diesem großen Luft... Wie heißt das da? Was ist das da? Das Scrubber's Shaft? Air Scrubber's Shaft? Egal, auf jeden Fall in diesem Luftschachtzentrum. Nennen wir es Hans. Und ja, ich müsste nur halt mehrere Ebenen runterklettern, das konnte ich in dem Moment nicht. Bist du schneller, wenn du zwei weitere Hände hast, die das machen, was du denen sagst? Sicherlich, oder? Also dann ich kann doch bestimmt irgendwie... Ja, also ich seid ihr natürlich ein bisschen schneller, ja. Ich habe einen Punkt auf Comtech und Witz habe ich 3. Achso, ich wollte ja sagen, reißt du noch einen Witz nebenher? Ja, es ist doch gut. Ja. Was habt ihr? Ist einer besser? Nee, Comtech 0. Comtech 1. Und Witz 3. 2. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Wir 2, alles klar. Wilson, dich kann ich gut gebrauchen. Sie kann ich gut gebrauchen. Aber Lyran... Ich kann vor allem schwere Sachen heben. Ja, ist doch vielleicht. Also die Luftfilter sauber machen ist eher Heavy Machinery, ne? Achso. Ja, da bin ich gut drin, da habe ich 3. Da habe ich 1. Da habe ich nur 1. Da habe ich 0, dann... Dann gehe ich da hin. Dann ist das Lyrans Job. Wir sollten dann zusehen, dass wir ihn sichern. Vor was auch immer da kommt. Gut. Ja, aber alle 4 runter bringt ja auch nichts, oder? Ich kann natürlich auch, also ich meine, mit meinem Skill als Technikerin kann ich mir natürlich in der Zeit schon mal was anderes angucken. Ja. Macht zum Beispiel Sensoren. Hätte ich auch gesagt, dann kann man vielleicht die nämlich so kalibrieren, dass die schiffsintern diese Kreaturen aufspüren und wir nicht unbedingt mehr auf den Motion Tracker angewiesen sind, der immer weiter Power verliert. Aber wo müsste ich für die Sensoren hin? Sensor Station? Hört sich gut an. Nee, Mein Gott, meine Nachbarn, die schreien die ganze Zeit nur rum. Das ist der Wahnsinn. Ordnungsamt. Ja, stört mich ja jetzt nicht. Ich find's so krass. Ich denke, die Sensoren musst du... was haben wir denn noch? 1, 2, 3, 4... Was, zählst du gerade Aliens? Ich guck gerade, wo die jetzt sein könnte. Sensor Station, oder? Wie heißt die so? Ja, die gibt es also vorne im,
in der vor der Kommando-Bridge da. Ja. Vor, davor ja, natürlich. Ja, dann natürlich an der Sensor Station. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, da wäre jetzt ein doofer Witz gewesen von dir. Nee. Dann natürlich in der Sensor Station. Ja, okay. Das ist ganz gut, weil dann gehen wir zwei dahin und. Ja. Lea und Lyran gehen nach unten. Okay. Bevor ich runtergehe, würde ich aber gerne mal der Armory einen Besuch abstatten. Ja, dann lass uns zuerst zur Armory gehen. Wenn hier Viecher rumlaufen, dann will ich nicht entweder nackig oder in meinem scheiß sperrigen Raumanzug die Arbeiten machen. Ja, da gute Idee. Da will ich schon was Ordentliches anhaben. Da hast du recht. Und ich hätte gerne von jedem von euch mal einen Ausdauerwurf. Stamina, ne? Ja. Boah! Bäm! 5 Erfolge! Oh je. Aber Stresslevel kannst du jetzt vernachlässigen. Wenn er jetzt sein Stresslevel erhöht hat, nimm ihn wieder runter. Okay. Okay, danke schön. So, dann, wo wollt ihr lang? Also. Aus dem MATLAB. Also, ist da denn noch vielleicht irgendwas, was uns jetzt helfen könnte? Ach so, ja, ihr findet da noch 4 MedKits. Ein Operationskit. Das nehme ich mal. Warte mal. Also ich habe 2 Medkits, das heißt, die anderen könnt ihr euch gerne irgendwie nehmen. Mhm. Aber das Operationskit nehme ich wahrscheinlich, weil ich ganz, weil ich noch Skills im Medical Aid habe. Surgical Kit kann ich, oder Personal Medikit kann ich jedem dann eins reinziehen? Ja, brauchst du mir nicht. Dann gib irgendwem anders noch ein. Okay. Achso, das warst du jetzt, okay. Ist ja wurscht, kann man jetzt dann ja, ist jetzt auch nicht rübergeben. So hat jetzt jeder eins gekriegt? Ja. Nee, da ist noch keins. Lea hat noch keins, ne? So. Nee, du hast mir jetzt das Surgical Kit gegeben. Ach so, Entschuldigung. Dann musst du jetzt operieren. Der Chat sagt, Lea ist ganz schön überlastet. Ja? So, und dann gibt es noch Pillen. Ja. Die möchte mit Sicherheit die Lea haben. Ja, bitte. Ich möchte auch direkt eine nehmen. Mein Gott. Das sind keine Kaugummis, gell? Smarties! Solltet eure Sinne beisammen halten. Alter, wie oft kommt jetzt die Meldung? Da bist du wahnsinnig. Wie viel tausend Pillen gibst du ihr denn? Jo. So, alles verteilt. Ja. Okay. Oh. Oh. Ja, dann lass uns mal los. Okay. Ihr bewegt euch. Müsst ja da raus erstmal, ne? Ich würde tatsächlich dann bevor, gehen hoch, oder? Warte mal kurz, bevor, also ich lasse die anderen mal vorgehen gerade, also vor in das MATLAB und ich gehe als letztes aus den MatPods und ich würde mir auch gerne so eine Probe einstecken. Okay, kannst du machen. Also eine von den von der Prometheus. Okay. Kannst du machen. Warum gehen wir jetzt nicht nach Norden quasi raus, aus dem, wenn wir eh zum... Ja, kann man machen. Ja, das ist nee, kein da Ausgang. Ist keine Tür. Das, wir haben bloß diesen einen Eingang. Das sieht bloß komisch aus. Ja, weil das zwischen den zwei Kästchen war, du hast vollkommen recht. Hä, was? Alles da gut. Oben, ja. Ich dachte ja, über ich MATLAB, das ist eine Tür, aber ja, das ist die Wand. Also nach Norden? Ja. Erstmal nach Norden zur Armory. Wo hast du die gesehen eigentlich? Als ich von der Brücke zu euch gerannt bin, da war ich ja an der Ecke und konnte da so
Schild sehen, was Armory ausgezeichnet hat. Ah, da ist es. Ist ja, wir sind ja quasi dran vorbeigerannt an dieser Ecke. Ja, ihr geht so in diesen Flur und guckt euch halt auch immer so ein bisschen um, während ihr lauft. Macht mal einen Observation-Check. Ich bin blind wie ein Fisch. Ich aber nicht. Kayla, du hörst ein Atmen. Wartet, ich höre was. Ich höre was, ein Atmen. Was ist eigentlich mein Panikwurf? Bitte? Mein Panikwurf? Der Panikwurf ist in Ordnung. Nervous twitch your stress level and the stress level of all friendly PCs in short range of you increase by one. Den kannst du aber auch ignorieren. Weil ich durch das Geräusch um mich herum jetzt eh gerade Stress krieg. Nee, du hast ja nichts gehört. Ah, aber Moment. Kayla sagt uns ja gerade was. Ich höre was. Bleibt stehen. Hört ihr dieses rasselnde Atmen? Wo höre ich das denn her? Von rechts. Ich höre das von rechts. Ich höre nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn ich sie jetzt drauf anspreche, hören die das dann auch? Nee. Okay. Also rechts in der Draufsicht oder dann das rechts in der Charakterperspektive? Immer Draufsicht. Wobei also, ist gerade dasselbe. Ja. Ja gut, dann lass uns da hin und wenn da etwas ist, bringen wir das um. Oder wir laufen jetzt einfach weiter geradeaus und ich schaue auf den Motion Tracker. Was ist, wenn das ein Überlebender ist? Egal, weiter. 70 Jahre lang. Weiter. Du guckst auf den Motion Tracker? Ja. Dann würfel bitte einmal. Der Motion Tracker zeigt dir auf jeden Fall nichts an. Wieder eine Energie runter. Also Kayla, was auch immer du gehört hast, hier bewegt sich nichts. Ich geh nach oben. Dann weiter. Ihr öffnet die nächste Tür. Warum bin ich eigentlich als Erste? Na egal. Und lauft weiter. Also wenn, dann würde ich gerne vorlaufen. Ja, das ist jetzt sehr, also die Reihenfolge ist mir jetzt okay. Wurscht. Ja, was macht ihr? Ja, weiter. Die Armory ist weiter vor. Ach, ihr wollt alle in die Armory? Mhm. Ja. Ja, klar. Weil raus ich aus den Anzügen und ordentliche Sachen finden. Wobei, wir sind gerade an der Kapitänskajüte eigentlich auch vorbeigelaufen. Also wir beide, wenn du mir unten bei den Air Scrubbers hilfst, gehen wir dann eh wieder vorbei. Ne, Corporate Suit. Süd. Also wo wollt ihr? Das Sternchen ist die Kapitänskajüte. Wo EEV steht? Nee, da unter der Corporate Suit. Ach, da. Da können wir später noch reinschauen. Ja. Wo wollt ihr jetzt rein? Vestibül 1? Ja. Ja, ihr geht. Gott, ich trau mich gar nicht irgendwie. Ist Vestibül ist doch auch Rettungskapsel, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Das sind Rettungskapseln, genau. Ja, ihr kommt da rein. Und in diesem fast kahlen Raum befindet sich ein einzelnes Armat M41A Pulsgewehr, in dem sich noch eine Nachladung befindet. Eine Kiste mit Schrotpatronen liegt auf dem Boden. Das ist nochmal eine Nachladung. Abgesehen von einem Spritzer getrockneten milchig-weißen Sprays an der Wand ist der Raum sauber. Wir haben also nur ein Gewehr mit einer Ladung gefunden und Schrotladung. Bitte? Pulsgewehr haben wir gefunden. Ja, genau. Und Schrot liegt da. Automatisches. Haben wir gesehen, dass das Schrot hat ja schon wer anders mitgeschossen. Mhm. Aber wir haben keine Schrotflinte. Nein, die Munition ist dafür da. Ja, okay. Ja nur die Munition. Ja, also in zwei Munition quasi. Schießt ein Pulsgewehr zwei. Schrot? Da schießt es jetzt Schrot. Okay. Ach so, okay.
Vielleicht ist er auch einfach scheiße übersetzt. Ich hatte mir irgendwie mehr davon erhofft. Ja, ich dachte auch. Ja, aber gut, voll automatisches Gewehr. Ja, besser als nichts. Ist das eine Pulse Rifle oder eine? Genau. Armored M41A Pulse Rifle. Das ist ein Grenade Launcher. Ah, ne, das ist das A. Entschuldigung. Pump Action. Ja, ich hatte mir jetzt auch irgendwie mehr davon versprochen. Ja gut, aber besser als Schrotflinte ist ganz in Ordnung, wenn du nicht zielen kannst. Musst einfach nur in die richtige Richtung halten und abdrücken. Irgendwas triffst du schon. Ich bin ganz schlecht im Zielen. Ich nehme es sehr gerne. Und was ist in den anderen, also da... Lara noch... nimmt die. Wenn sie niemand anders will. Ja, nimm jetzt erstmal. Okay, du hast sie. Ach so, das sind die Escape Pods, okay. Was ist dieses Zieldings da? Das ist das Armory-Symbol. Ach so, okay. Wenn ich die jetzt einfach quasi erstmal nur so über die Schulter lege, dann ist die noch nicht angelegt, dann ist die nur im Equipment, oder? Wenn du sie anlegen möchtest, jetzt rein. Also, ich würde hauptsächlich erstmal die Feueraxt in der Hand halten und die Schrotflinte erstmal nur auf der Schulter halten. Da mache ich dir keinen, da werde ich dir keinen Braten rausdrehen. Okay. Wenn du das damit schießen möchtest, schießt du damit. Gut. Gehen wir noch gegenüber in die Storage-Räume und gucken, ob wir da irgendwelches Werkzeug, was ihr vielleicht benötigt, zum... Ja, vielleicht auch Ersatzteile. Okay, einmal noch in Storage gucken. In Storage... Ja, genau gegenüber. Also nach unten, Süden. Ja, ihr guckt euch da um. Das klingt ein bisschen so wie eben das Atmen übrigens, wenn du da deine E-Zigarette ziehst. Oh, dann ist die Empfindlichkeit nicht gut genug. Entschuldigung. Nein, nee, kein Thema, oh kein Problem. Und das Alien ist unter uns. Ihr findet aber nichts, was ihr gebrauchen könntet. Nix? Etwas Werkzeug, einige Vorräte. Ah, ja, das ist doch schon was. Auf jeden Fall. Was für ein Kackschiff hier. Kronos. Wer hatte denn diese tolle Idee, auf dieses Schiff zu gehen? Warum? Corporation, oder? Da will ich mehr Gehalt sehen. Wenn wir es schaffen, zurück zur Erde zu kommen, möchte ich wesentlich mehr. Für unsere Arbeit, unglaublich. Wir sind total unterbezahlt. Ich zumindest. Macht mal einen Observation-Wurf. Gott. Das geht mir alles so schnell. Oh, warum? Oh. Eieiei. Macht er eigentlich die Stresslevel automatisch hoch? Nee, hat er jetzt bei mir nicht gemacht. Aber ich habe drei Erfolge. Bitte? Aber ich hatte da drei Erfolge und zwei gelbe Misserfolge. Okay. Was heißt das jetzt? Ihr unterhaltet euch und seid in ein tiefes Gespräch verwickelt, als ihr plötzlich ein Poltern in den Lüftungsschächten also im Süden von euch hört. Und in dem Moment, als ihr noch irgendwie angewurzelt da steht, reißt plötzlich dieser Deckel von dem Lüftungsschacht aus und eine Kreatur kommt rausgesprungen, die einfach nur abartig aussieht. Ja, es ist wie dieses kleine Vieh, was ihr gesehen habt, aber es ist viel größer. Es ist so groß wie ein gewaltiger Hund und der kommt da jetzt rausgesprungen und attackiert euch. Warte, ich muss einmal gucken. Scheiße, was ist das? Katze ist gewachsen. Genau, die Katze ist gewachsen. Muss ich das hier noch, was hier im Chat angezeigt wird, das Durchdrehen quasi? Oh, das wäre ja, das machst du auf jeden Fall, Alter. Wenn da irgendwas steht.
Nearest person or creature, friendly or not. Kann ich mir aussuchen? Creature. Ja. Ich baller einfach wie irre auf dieses Vieh ein. Was steht da bei dir? Du ballerst einfach rein und drehst durch. So, als erstes ist John an der Reihe. Halt, muss man auf Initiative würfeln, oder? Obwohl, nee, weißt du was? Ich weiß nicht, wie es. Ach, ihr seid noch gar nicht. Doch, ihr seid drin. Drin, ja, wir haben nicht Initiative gewürfelt. Ja, würfelt bitte alle nochmal Initiative. So, und jetzt ist Lyren zuerst an der Reihe. Lyren Cham. Ich versuche mich auf jeden Fall zwischen die Kreatur und meine Kameraden zu drängen und das Vieh dann am besten noch mit der Axt in der Luft zu treffen. Ganz schlechte Idee. Ganz schlecht. Ich weiß. Ich habe mir den Charakter nicht ausgedacht. Okay. Ich prognostiziere, du hast gleich Rückenschmerzen. Dann mach mal, dann greif mal an. Vor uns dran. So, das mache ich mit der Axt. Nee, so nicht. Close Combat oder? Close Combat, genau. Ui, sind das viele. Oh Gott, sind da viele Einsen. So, das ist ein Erfolg, der zählt jetzt aber nicht, weil wir jetzt die Patzer drin haben. You start to tremble uncontrollably. All skills using agility suffer minus 2 Modification. Okay. Ja gut, dann gönne ich dir den, dann hast du 2 Erfolge plus Mindestschaden. 2 Damage. 2 Damage. Okay, du versenkst deine Axt in diese Kreatur und sie schreit auf. Dann ist Lia Davis an der Reihe. Ja, ich baller blind drauf los und ich fürchte, dass der Lyren mir jetzt im Weg steht. Okay, dann würfel mal. Ach, Gott, ey. Boah! Oh, jetzt dreimal gemacht. Oh Gott! Wie viele... Was war das jetzt? Die hat ein Stresslevel von... Von fucking hoch. 8. Du hast aber keinen Misserfolg gemacht, ne? Nee, 6 Erfolge, das ist ziemlich... Das ist ziemlich schmerzhaft. Nein, stimmt okay. Gar nicht. Beim ersten hast du 2. Also du hast da unten den... Ach so, der hat zweimal gewürfelt. Ja. Okay, die 2 verkacken. Du hast 6 Erfolge. Was willst du mit diesen 6 Erfolgen machen? Du brauchst ja nur einen, um Lyren zu treffen. Du könntest mich umbringen. Womit hast du geschossen? Mit meiner Pistole. Okay. Ich möchte ihn natürlich nicht treffen, aber ich frage, also ich werde ja so panisch, dass ich es wahrscheinlich gar nicht kontrollieren kann. Du bist Berserker, ja, da steht drin, ja. Du musst irgendwas. Ich greife halt irgendwas an. Kann ich es kontrollieren großartig oder? Ja, gut, dann baller. Dann hast du. Wie viel hat der eine Rüstung, der Lyren? Hast du den Anzug an? Ja. 2. Kannst drauf würfeln. Steht unter Combat und neben Consumable steht AR. Das ist die Armor. Genau. Da würfelst du bitte einmal drauf. Kannst du nämlich noch mit. Und unter. Ja. Genau. Kannst du noch 2 wegmachen, wenn du Glück hast. Oder auch nicht. Er macht keinen Weg. Was hast du für einen Mindestschaden? Mit dem Revolver? Basisschaden? Base Damage 1 steht da. 1. Ne? Mhm. 1. Dann kriegt er auf jeden Fall 2 Schaden, der Lyren. Oh, das ist eklig. Oh Gott. Davis! Was machst du? So, und damit... Tot? Nein, der hat 5 Trefferpunkte. Hat er nicht automatisch abgezogen, oder? Nee. Warte mal, ich muss kurz das Vieh leiser machen. Ich verstehe dich gerade sehr, sehr wenig. Okay. So, wie viel Schaden kriege ich? 2. 1, 2. Ist das dieser Neomorph?
Genau, richtig. Und dieser Neomorph, der macht echt verdammt viel Lärm, ey. Der Neomorph, der greift jetzt an, und zwar direkt den Lyrin, weil der ja direkt vor ihm ist. Ach, und der versucht, dir in die Kehle zu beißen. Lyrin, nein! Und hat einen Erfolg. Du kannst blocken. Das versuchen wir dann doch mal. Kannst du nicht die Axt quer ins Maul schieben? Ja, so ist der Plan. Sieht aber schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Das ist ja geil. Bitte? Realization, you're all going to die anyway. Großartig. Er hält die Axt hin und denkt sich, scheiß, wir gehen eh alle drauf und haut sie weg. So. Also der Block hat gesackt, ne? Ja. Ja, ja, dann macht er. Ich hab meine Axt fallen lassen. Mit acht Basiswürfe. Schaden, okay, 8 Basis für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein bisschen nervig mit so vielen Würfeln. Irgendwie hat man ja gar keinen Überblick, finde ich, so schnell. Der macht einen Schaden, verursacht aber eine kritische Verletzung, ja, auf jeden Fall. Du kannst noch auf deine Rüstung würfeln. Ah. Seien Sie es Armor-Piercing. Der Angriff. Meine Rüstung packt mich nicht. Aber... dann kommt der durch und du kriegst einen kritischen Treffer. Spitze, wie viel hast du noch? Jetzt habe ich noch 2. Und eine kritische Wunde. Warte mal, die muss ich jetzt irgendwo eintragen. Die mache ich dir jetzt. Ja, ja, aber irgendwo ist das doch in meinem Bogen. 4-4? Da. Ach, hier, 44. Hat er denn jetzt gewürfelt? Oder muss ich nochmal würfeln? Hä? Ich verstehe die Würfeltabelle hier nicht. Ich mach nochmal, sonst. 1. Ach so, okay. Also, dieses Vieh beißt dir direkt in die Lunge. Du stürzt zu Boden. Deine Stamina und Mobility ist minus 2. Okay. Und du bräuchtest, um das zu heilen, 6 Tage. Ach, wir haben ja noch und so ein Operations-. Es ist fatal. Also, wenn es nicht bearbeitet wird, würdest du eventuell dran sterben. So, ihr anderen steht da, wisst nicht, wie ihm geschehen ist. Und wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Kayla, warum ist er denn da oben gesprungen jetzt? Weiß ich nicht. Kayla ist an der Reihe. Ja, Mann, das ist mein Buddy auf jeden Fall. Aber gut, kann ich jetzt erstmal nicht, das Vieh ist da und ja, also erstmal kann mich ja jetzt schlechter hinsetzen und jetzt anfangen, dich zu nähen oder so, wenn da dieses Vieh ist. Ich werde jetzt mit meiner Harpune auf das Vieh schießen. Oh, jetzt geht's los. Warum? Ich stelle mir das gerade göttlich vor. Sie flippt völlig aus, reißt die Waffe schon hoch, er springt aber einfach dazwischen, will ausholen, verkackt. Nee, hast ja getroffen zwar. Sie schießt ihm in den Rücken, das Vieh schubst ihn um, er wirft die Waffe weg, als er blocken will. Es beißt sich komplett in seinen Brustkorb und jetzt kommt der Harpunenschuss, der ihn wahrscheinlich tötet, aber mach ruhig. Schieß! Ich gehe dann raus und verriegel die Tür. Okay. Ja, wie mache ich das denn? Einfach Ranged Combat oder was? Du müsstest ja Combat? Die Waffe. Genau. Warte, auf Combat, ja? Ja, und dann müsstest du bei Active Equipment in der rechten Seite müssen. Ja, dann musst du die. Das nicht active. Genau, hast du es nicht angelegt. So? Combat, ja, jetzt ist es da. Harpune und dann einfach auf den Würfel, ne? Ja. Oh shit,
Das ist kein Erfolg. Der Schuss geht daneben. Möchtest du den pushen? Klar. Ja, macht er. Den Push-Button. Nichts passiert, einen Failure. Du müsstest einen Panikwurf machen. Ich weiß nicht, warum der den nicht automatisch macht. Wo ist der? Main? Links daneben. Gibt's auch als Combat Action. Das ist Make a Panic Roll, ne? Mhm. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Okay, es ist noch relativ unbescheiden geworden. Du hast einfach daneben geschossen, du hast aber auch Lyran nicht getroffen. Damit ist John J. Wilson an der Reihe. Ich denke, das Vieh sitzt auf dem drauf und hackt immer wieder seinen Schädel in seinem Brustkorb. Ich mache einen Schritt zur Seite, dass ich nicht zwischen Lea und dem Vieh jetzt gleich stehe, weil ich vermute, dass die das ganze Magazin entdeckt, und dann schieße ich von der Seite mit der Nagelpistole auf das Vieh drauf. Ach Gott. Mein Gott. So, was ist das? Den ersten brauchen wir, ne? Ja. Das wäre ein Erfolg. Panikwurf. You start turn like all skills. Okay. 4 Schaden. 4 Schaden. Mhm. Gucken wir mal. 4 Schaden kommen durch und damit schießt du dieser Kreatur den Nagel direkt in den Schädel und es sackt zu Boden. Ich kann es einfach. Yes! Dann. Liegt jetzt auf mir drauf. Ja, jetzt müssen wir. Genau, es liegt jetzt auf dir drauf, richtig. Wir müssen den Berserker beruhigen, sonst wird's hier nichts mit verarzen. Ja, dann mach du das, damit ich den verarzten kann. Stand da irgendwas, wie man so einen Berserker beruhigt? Weiß ich nicht. Ich guck, dass ich das Vieh könnt ihm doch von Pillen geben, oder runter nicht? Schubs irgendwie runter, wie auch immer. Oder Lyran da rausziehe. Until your target or, warte mal, stop, until you or your target is broken. Ich bin broken. Ja, der liegt ja da am Boden. Und ich bin kritisch verletzt. Die Panik ist dann, glaube ich, weg bei ihm. Und bei mir? Den Stresslevel kannst du dir wieder ganz rausnehmen, ja, du bist ja nicht tot. Also, will ich weiter auf irgendjemanden eindreschen? Nee, der ist ja jetzt tot, also das Vieh, und von daher kannst du dich ein bisschen beruhigen, kannst du auch von mir aus einem Paniklevel runternehmen. Okay, ich hock mich da erstmal in die Ecke. Ich möchte dieses ist das Vieh auf Power messen. Entschuldigung, wenn ich dann jetzt nochmal nachfrage, ist das nicht so, wenn man jetzt dann wirklich in die Panik verfallen ist, dass sich das mehr oder weniger resettet? Weil sonst bist du ja alle Nase lang wieder Berserker, aber jetzt lässt sie das ja quasi alles raus, was sich angestaut hat. Geht das können wir so machen, ja, ich weiß es nicht genau, können wir aber so machen, dann nimmst du wieder raus. Also, dass du jetzt quasi wieder auf Stresslevel 0 bist. Okay. Das ist zumindest bei so einem krassen Anfall. Nicht bei jeder Panikattacke, aber... Na, wenn... Berserker ist ja jetzt dann... Ja. Ist ja durchgedreht, oder? All in. All in, genau, ja. Also, ich würde jetzt am liebsten dieses Vieh von Lyran runter rollen oder irgendwie Lyran da drunter herziehen und... mein Surgical Kit auf jeden Fall sofort einsetzen. Sollen wir nicht ihn zurücktragen zu diesem automatischen Operieren-Ding? Nein. Das eine ist kaputt und das andere ist von diesem Vieh durchseucht. Auf gar keinen Fall. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag ich schon. Kann man doch sauber machen. Du operierst den jetzt? Zeit haben wir nicht, ja sicher. Ich habe doch ein Surgical Kit. Okay. Wie geht denn mit dem Surgical Kit? Weiß ich nicht, ich hab's jetzt angelegt. Mal gucken, ob ich das bei Gear jetzt irgendwie... Ach, Surgical Kit. Ist jetzt bei Combat drin. These nasty looking instruments can mean life or death in either the hands of a surgeon or a killer. While they are intended to save lives in a pinch, they can make for great cutting weapons, gives a plus one modification to medical aid. Roads to prevent death from a
Fatal Critical Injury, see page 99. Base Damage 2 when used as a weapon. Okay, okay, cool. Dann. Das heißt, ich kann jetzt ein Plus 1 machen und dann auch Medical, Aid. Ja. Ja. Ja, dann würde ich das machen. Plus 1 und. Oh Mann, Ich gucke mir parallel mal die Regeln an. Yes, ich habe auf jeden Fall 4 Erfolge. 4 Erfolge, das reicht auf jeden Fall. Oder das kannst Gelbe sehen, zählt ganz normal auch als Erfolg. Ja, du kannst den auf jeden Fall verarzten. Kritische Verletzung, tot. Und der ist weg. Ey, Franz, wo bist du? Der weint. Ich reparier dich gerade. Dein Leben retten. Um dein Leben zu retten, nachdem du eine tödliche kritische Verletzung erlitten hast, musst du dir jemand erste Hilfe leisten. Bevor dir ein Todeswurf misslingt, regenerierst du auf eigene Faust einen Gesundheitspunkt und kommst wieder auf die Beine. Kannst du versuchen, erste Hilfe an dir selbst anzuwenden, allerdings mit einem Modifikator von minus 2. Jeder Charakter, der dich behandelt, kann dies nur ein einziges Mal versuchen. Für eine zweite Chance wird besseres medizinisches Equipment benötigt. Okay. Ja, dann hat er wieder einen Punkt. Und stirbt nicht. Er hat wieder einen Punkt und stirbt nicht. Aber und wir haben ein anderes Problem. Er kann jetzt mit Sicherheit nicht die Filter sauber machen. Das wollte er. Ach shit. Das wollte er tun. Ja, aber ihr könnt ihn noch mit Medikits behandeln, ne? Ach, stimmt. So, habe ich jetzt durch die OP einen Punkt zurückgekriegt? Weil genau. Ich hatte ja noch 2, als ich umgekippt bin. Oder hat das Vieh dann die anderen beiden noch weggesaugt? Die anderen 2 hat er dir weggescrollt. Bei so einer Verletzung bist du sofort auf 0 Punkte. Ah, okay. Und muss ich mir jetzt das Surgical Kit direkt wegstreichen oder kann ich das nochmal einsetzen? Das musst du jetzt natürlich wegstreichen. Oder kann man da. Nee, ich denke, du kannst das öfter benutzen. Oder du leckst, aber bitte leckst das Blut vorher ab und dann ist es sauber. Nee, behalt das mal. Okay. Oh Mann. Oh, Lyron, das war total knapp. Ah, es sieht gar nicht so schlimm aus. Es tut mir so leid, wirklich. Es tut mir wirklich leid. Ich grinse nach oben, ist doch alles in Ordnung. Ich lebe noch. So, oh, hier, noch eine Medic. Rücken. Ich weiß es nicht. Bist du völlig durchgedreht gerade? Ja, bin ich. Musst du aber sagen, wenn es dir nicht gut geht, dann müssen wir dich kurz rausnehmen. Dann musst du dich mal hinsetzen oder eine Stunde schlafen. Während so ein Vieh aus der Wand springt. Oh, lass uns erst reden, wenn das Vieh aus der Wand springt. Genau. Gibt es denn noch irgendwo Autodocs oder ist das dieser Madpod nur? Ist das ein Autodoc? Weil bei dem Medical Medkit da, Personal Medkit steht, it is not a permanent solution, it's more of a band-aid to keep your guts from spilling out until you reach an orthodox. Gives a +2 modification to medical aid. Ist es sowas? Wie so ein Medpod, ich weiß es nicht genau. Okay. Ich bin dafür, wir lassen ihn, bringen ihn dahin und lassen ihn operieren. Sonst fällt ja uns tagelang aus, gell? Ja, aber jetzt. Ja, ich denke auch. Ich bin ja der Arzt hier und wir sollten das schon Wieso so machen. Wieso hat der die OP nicht gemacht? Ist doch alles gut gegangen. Ich weiß gar nicht, was du Weil ich das Surgical Kit habe. Also ich denke, wir sollten schnell zur Medizinstation. Irgendwie schaffen wir gar nicht das, was wir eigentlich vorhaben. Dann gehe ich aber weiter nach oben zum Sensor Station und ich meine, wir sind ja kurz davor. Dann mache ich da, bastel ich da weiter. Ich würde sagen, John Wilson, kommen Sie mit und der Rest geht zurück. Das ist ja immerhin der Arzt. Lea, willst du mir vielleicht die Waffe geben? Oder, nein, behalt die. Lieber sie mit einer Waffe, als sie ohne eine Waffe. Aber ich bräuchte auch eine Waffe. Könnte ich nicht die Axt nehmen? Ich kann eh gerade nichts damit anfangen. Ach so, ja, dann nimmt er die Axt halt an sich. Ich habe ja weggeworfen. Was macht Kayla? Wo will die mit? Ja, ich möchte die Sensor Station. Das bist du.
Entschuldigung, ich habe dich verwechselt. Ich habe die Cappy auf. Und was ist mit Lea? Die sollte vielleicht auch mal runter, um sich nochmal ein bisschen zu... Die könnte auch die Pilotstation reparieren. Ja, das hatte ich ja im Prinzip schon versucht und wollte ja Kayla da hinzuziehen, weil ich das nicht geschafft habe. Ich kann es aber nochmal probieren. Und wenn ich mich da einschließe und ein bisschen alleine bin oder sowas, dann komme ich vielleicht auch runter. Das ist ja ein riesen Cockpit hier, ne? Ja, Moment. Wir lassen jetzt den Lyran mit dem Doktor da alleine runtergehen, oder was? Dr. Frankenstein. ja, so sieht's momentan aus. Ich ansonsten weiß nicht, ob das die Idee ist. Ja, sonst gehe ich mit dem mit, aber... Ist mir egal, musst du selbst entscheiden. Ich kümmere mich um die Sender. Also ich habe momentan wenig Eigenmotivation oder Kraft, um irgendwas dazu beizutragen. Der sieht doch vertrauenserweckend aus. Der hat uns bis jetzt doch auch nicht belogen. Ich gehe mit. Okay. Gut. Ja, dann. Ja, und so kommt ihr in dem MedLab an und der Arzt legt ihn halt erstmal im MedLab auf einer Bahre ab und fängt dann an, das MedPod sauber zu machen. Der entfernt da halt die Leiche und macht alles sauber, desinfiziert das Ganze. Damit ist er mit Sicherheit eine halbe Stunde zugange. Ja, ich helfe ihm dabei. Ja, trotzdem braucht ihr ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Oben, ihr seid am Reparieren, die Sensor Station, dann würfelt mal auf Comtech. Ich habe keinen Success. Doch? Hä? Ah, doch, einen. Du hast aber zweimal gewürfelt, ne? Wir nehmen immer den ersten Wurf. Ich habe zweimal gewürfelt? Ah, ne, Entschuldigung, das war der Medizinwurf darüber. Ja, du hast einen Erfolg tatsächlich. Dein Stress führt dich zu Hochleistungen an. Und bei John führt das Ganze eher noch zu mehr Stress. Der kann halt alles. Aber trotzdem zwei Erfolge. Zwei Erfolge. Okay. Ja, du kannst dich ja auch zusammenreißen, steht ja auch dabei und so habt ihr drei Erfolge und ihr braucht so, also die Arbeiten lassen sich jetzt langsam absehen, es wird noch so 2-3 Stunden dauern, bis ihr da alles repariert habt. Okay, Wilson, behalt die Nerven, wir schaffen das. So, irgendwann ist dieses MedPod halt sauber und Lyran wird da reingelegt und ihr schließt halt diese Kammer und startet halt das Programm. Beep, 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 beep. Und ihr hört dann, wie diese Geräte da drin ihn erst halt narkotisieren und dann ihre Arbeit aufnehmen. Puh, das wäre geschafft. Boah, wo sind wir hier nur reingeraten? Zumindest ist die Axt schön scharf. Was ist los? Hat sie in die Sprache verschlagen? Natürlich. Bester Spruch, zumindest ist die Axt schon scharf. Ich geh mal eben kurz aufs Klo. Was soll ich hier noch sagen? Hier ist doch alles schief gelaufen, was nur schief laufen konnte, oder? Ja, das stimmt. Glauben Sie ernsthaft, dass wir es nochmal zurück zur Erde schaffen? Ja. 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 Ihr habt den Tod an Bord gebracht. Wir? Ihr habt den Tod an Bord gebracht. Oh Gott, jetzt dreht er durch. Ja. Greife zu meiner Waffe. Er hat so ein bisschen das Shining-Grinsen gerade. ich greife zu meiner Waffe. Und er kommt so bedrohlich auf dich zu. Und... Ne, Charakter. Und ist er schon verrückt geworden? Mhm. Ja. Jetzt echt? Das beginnt. Hat er Leia angegriffen? Noch nicht. Er hat gerade Shiny drin. So, und er stürmt plötzlich auf dich zu. Warum steht denn da nichts drin bei der Axt? Warte mal eben. Ja, gut, ja, dass wir den. Gesorgt. Deswegen habt ihr einfach nur auf Close Combat gewürfelt. Damage 2 hatte die, ne? Ja. Bonus 0 war das, glaube ich.
Genau, Bonus 0 Damage. Ich ziehe meine Waffe raus und direkt auf ihn. Ja, dann machen wir Initiative. Initiative, wo ist die Initiative? Kann mir das mal einer sagen? Oh, und da kommt auch. Eine 10 ist Kacke. Ja. Wo ist denn die Initiative? Unter Combat. Combat Actions, also sprich linke Spalte. Ach, da. Er hat eine 8. Oh. Ich krieg den jetzt da reingezogen. Ach, hier. So, der hat, wo ist er denn jetzt? Flynn, Medic, dann ist... Ne, John habe ich jetzt gewürfelt. Also der hat eine 8 und was hattest du? 10. 10, dann bist du nach mir dran. Und der geht jetzt mit der Axt auf dich los. Pick Item Skill to Roll? Achso, ich muss... Close Combat oder Range Combat ist in dem Fall denn, Close. Wo sind die denn? Oben, eine Spalte weiter oben. Unter Main. Und er hackt aber daneben. Ich glaube, so richtig schlimm ist, dass mein ganzer Stress jetzt tatsächlich weg ist. Und jetzt geht's los, du bist dran. Ich glaube, du kriegst jetzt gleich ordentlich Stress. Peng! Weil die Axt ist scharf. Yes! Ja, du triffst ihn. Wie viel Grundschaden hast du? 1. Also Damage 1 macht die Waffe. 1, also machst du 2 Schaden. Und du schießt ihm in den Kopf. Nee, warte mal. Da ist ja gar nicht mehr der Doc. Wir haben ja hier eine Kreatur. What? Oh, weil die Impfen so sicher sind. Gut, dass wir uns alle geimpft haben. Yeah. Boah, weh, ich habe heute Nacht Albträume, ihr Arschlein, ey. Ich bin jetzt schon geimpft. So eine Kacke. Aber now zumindest you know. Ist Aggression keine bekannte Nebenwirkung. Ah, der hat nämlich mehr Trefferpunkte, siehste. Siehste wohl. Dass meine Mitbewohnerin schon wieder irgendwie weg ist. Wir haben aber nichts von Verwandlung gehört, oder? Da dreht es zumindest nicht durch, weil die Axt so schön scharf ist. Ich darf ja hier keine Axt in meiner Wohnung haben. Ich hatte mal eine hier und ich durfte die. Meine andere Mitbewohnerin hatte gesagt, sie fühlt sich sicherer, wenn ich die Axt wegpacke. Hier beileid. Ja, aber die wohnt nicht mehr hier, aber die hatte das. Okay, da ist er. So, okay, also 2 Punkte hast du gemacht, ne? Alles klar. Gut. Ist der Doc dran? Der Doc ist dran. Hat er sich jetzt verwandelt, oder was? Ne, der tickt durch. Ach so, ja. Flippig auch. So, der versucht dich jetzt zu packen und dich auf die nächstgelegene harte Oberfläche zu schleudern. Kusch. Oh, das sind schon mehr Würfel als vorher. Aber auch das gelingt ihm nicht. Er greift daneben und kriegt dich nicht zu packen. Ja, Wursti. Okay, du bist dran. Peng. Ich bin gerade froh, dass der mich nicht operiert hat. Boah, 2 Erfolge. Mhm. Macht wie viel Schaden? Ja, dann 4, oder? Ne, 3. 4. Oder? 3 Schaden. Aber du hast 3. einen Stunt, ne? Du hast einen Stunt. Du genau, einen Stunt. Ja. Extra Damage, Swap, Initiative. Ja, der würde ich jetzt als extra Damage nehmen. Genau. Das heißt, wäre dann 3 Schaden. Oder 4? Genau. Nee, 4. 4. 1 Schaden. Ja. Es wäre doch gescheiter, wenn du Swap Initiative machst, oder nicht? Das ist doch jetzt wurscht mittlerweile. Dann bist du nochmal dran. Ach so. Nein. Bei der nächsten Runde wäre sie dann... Ja, dann ist er vor ihm nächste Runde. Ja, stimmt, hast du recht. Da sie das Ende der Runde ist, bist du dann vor ihm immer dran. Immer. Zu machen. Oder du machst halt 4 Schaden, vielleicht ist er dann tot. Vielleicht. Ich mach den Schaden. 4 Schaden? Ja. Okay. Der ist aber das andere immer wird noch für nicht. Mich mehr Sinn machen, wenn du mehrere Gegner hast, dass du dann eher dran kommst. Aber jetzt ist es ja eh immer. Der ist immer noch dran, nicht tot, der Sausack. Aber jetzt ist er wieder dran. Wenn er dich jetzt halt einmal triffst, hast du ein Problem. Die Axt ist schön scharf. Hat er ja gesagt.
Habe ich auch extra an dem Vieh geschärft. So, die Abscheulichkeit packt deinen Kopf und versucht ihn mit seinen bloßen Händen zu zerquetschen. Was? Alter. Mit zwei Erfolgen. Nein. Du kannst versuchen zu blocken. Wie geht das? Fünf Minuten haben wir noch. Komm, wenn du Initiative würfelst, eins drunter. Kann ich das aber forcieren? Das kannst du forcieren, natürlich. Echt? Warum habe ich das von sich gemacht? Warum habe ich die Axt weggeworfen? Das wird aber leider nichts. Und er packt deinen Kopf. Oh Gott. Das ist einer. Zwei. Du bekommst automatisch eine kritische Verletzung. Gut, dass du an dem MedPod bist direkt. Hast du nicht auch nur ja, aber der einzelne funktionierende ist schon belegt. Und das ist eine 64. Er bricht dir den Schädel und du fällst tot zu Boden. Alter Scheiße. Oh, yes, es läuft. Großartig hier. Und an dieser Stelle, Freunde der Nacht, cutten wir für heute. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass dieses Abenteuer so lange dauert. Ja, ich habe gedacht, ey, ein paar Räume einmal durchgehen, fertig aus Feierabend. Ein paar Räume? Hast du dir mal angeguckt, wie auf diesen vier Levels, wie viele Räume da sind? Ja, ist schon krass, aber das, wenn du es dir nur so durchliest, kommt es dir halt nicht so viel vor. So. Night 19841, danke für die 300 Pyramidensteinchen hier auf jeden Fall. Ja, danke für alle, die hier fleißig mitgeschaut haben. Waren heute relativ wenig, die wissen gar nicht, was sie verpasst haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand's legendär. Wir haben endlich einen Toten. Du kannst dir schon mal überlegen, wen du spielen möchtest. Die Clayton, Clara die Konzern... Clayton. Konzernagentin oder den Johns, den Offizier. Die Clayton war die nichts kann, ne? Oder du die Konzernagentin. Ja, hier gibt es Charaktere genau. Zum Nachtanken. Ja, der Doktor ist ja jetzt nicht mehr da. Der Doktor wird wahrscheinlich jetzt hier übers Schiff laufen. Den ziehe ich mir mal eben hier rein auf jeden Fall. Nicht, dass wir den nachher vergessen. Habe ich doch noch hier im Combat Tracker. So, was sagt ihr heute zu dem Spiel? Geil. Das ist halt sehr tödlich, ne? Ja. Aber es ist dadurch auch super spannend halt. Ja. Ja. Ich habe eigentlich sogar damit gerechnet, dass Lyran diese Aktion überhaupt nicht überlebt. Ich ehrlich gesagt auch. Das war ja auch eine knappe Kiste. Aber es stand genauso drin jetzt bei deiner kritischen Verletzung, wenn die 64 kommt, dann und der 64 ist der Crushed Skull, dann wird der Kopf zerbrochen. Ich habe genau diese scheiß 64 gewürfelt. Okay. Es ist, kannst du dich im Stream von überzeugen? Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Ja. So, gut, hast du das? Ich sage, dass du gar keine Chance, ja. Genau, du musst das so sehen, Julia, du hast es hinter dir. Ja, wir spielen das auf jeden Fall weiter, denke ich mal. Ne? Ich weiß jetzt nur noch nicht genau wann, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Pause lassen. Nächste Woche ist Ostern und der Lars darf, glaube ich, auch nicht jeden Sonntag spielen, denn da wird die Frau auch ein bisschen fuchsig. Ich würde sagen, wir lassen uns so. Vielleicht, wir planen mal so grob in einem Monat an oder sowas. Hört in einem Monat? Ja, oder schauen wir mal. Wir gucken mal, wann der... 6 Tage. Ja, bei mir war es, ist jetzt auch viel. Morgen spielen wir noch Tales from the Loop auf jeden Fall. Stimmt, und viel hintereinander. So, super. Weißt du, jetzt sind wir fertig. Jetzt raiden uns die Orkenspalter. Großartig. Scheiß Timing, Freunde. Scheiß Timing. So, wir sind gerade fertig. Wir wollten gerade offline gehen. Jetzt machen wir noch eine Stunde. Nein. Hallo? Gleich klingelt mein so. Wecker. Da gleich klingelt dein Wecker. Ja. Ja, dann könnt ihr wenigstens Tschüss sagen. Genau. Wart ihr gerade, haben die Orkenspalter bis gerade noch den Gratis-Rollenspieltag gestreamt oder was? Das ist ja mal ein Ding.
Ja, Timing kann er nie gucken. Ja gut, okay. Gut, wir müssen gucken, dass wir einen neuen Termin finden. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall finden. Und dann schauen dann wir mal angeworben. Weiter. Bitte? Der wird dann auch beworben, der Termin. Der wird dann auch beworben. Ja, heute war ein bisschen wenig los. Ihr kommt alle zu spät. So, der Ben & Paper ist auch da. Ja, bis morgen Abend, ihr Lieben. Genau. Morgen spielt der Ben & Paper mit. Freue ich mich riesig. Genau, an die Orkenspalter, die jetzt geradet haben. Ich weiß nicht, ob ihr morgen irgendwas zockt. Ansonsten, wir spielen morgen um 20.15 Uhr Tales from the Loop. Der Ben & Paper ist zu Gast bei uns. Vielleicht habt ihr ja Bock und schaltet ein. Und dann ist hier auch mal ein bisschen mehr los. Ja, so. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann die Tage wieder. Bis dahin. Gute Nacht. Ja, ciao. Ich bleibe noch mal kurz im Stream und verabschiede mich schon mal von euch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. So, gut. Bin ich noch mal einmal kurz hier mit euch. Ich wollte mich auf jeden Fall auch nochmal richtig bedanken für die coole Dungeon Crawl Classics Runde gestern. Die hat mir echt mega, mega viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich hatte ja gestern diesen Vergleich mit diesem Rehpinscher gemacht, ne? Dass ich diesen Halbling da über die Brücke gezogen habe, wie so ein Rehpinscher da mit der Oma an der Schleppleine. Und ich war heute echt spazieren, Freunde, ja? Und ich habe heute einen Rehpinscher an einer gelben Leine gesehen. Ja? Ich musste mich echt totlachen. Es war großartig. Ja, also die Runde war echt super. Ich würde mich da auch freuen, wenn wir das irgendwie nochmal weiterspielen würden. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ich wäre auf jeden Fall dabei, sagt Bescheid. Ja, schade, dass ihr jetzt gerade kommt, wo wir fertig sind, aber morgen müssen noch alle arbeiten. Danke für die ganzen Follows, die ihr jetzt gerade raushaut. Genau, hier Omi feiern. Das ist auf jeden Fall gut. So, und dann mache ich auch mal mein Alien aus hier. Und dann schauen wir mal weiter. Was habt ihr denn? Ihr habt gerade Cthulhu gespielt, glaube ich, ne? Ah, Cthulhu ist großartig, muss man ja so sagen. So, meine ganzen Bildschirme hier einmal zumachen. Ja, ich bleib nochmal online, während ihr alle followt hier. So, wie viel war denn los? Wie spät morgen? Morgen um 20 Uhr treffen wir uns meistens. 20.15 Uhr geht's dann los mit Tales from the Loop. Normal spielen wir auch immer montags Cthulhu, aber unsere Steffi, die ist momentan so ein bisschen eingespannt und deswegen kann die nicht und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir jetzt einen Monat Tales from the Loop. Finde ich auch immer recht geil. Wir spielen da in Kanada, in Thunder Bay. Und wir haben da so ein paar Jugendliche, die schon viele Runden gespielt haben und der Ben, den habe ich halt gefragt, ob der mitzocken will und der hat halt Bock, der wird dann die Steffi ersetzen und das wird eine richtig schöne Sache, denke ich. Wir spielen da das letzte Abenteuer aus dem Grundregelwerk, wie heißt das denn nochmal? Me Wagner oder I Wagner oder so, das spielen wir auf jeden Fall und dann, wenn wir es noch schaffen in diesem Monat, werden wir da auch noch ein weiteres Abenteuer spielen, meine Freunde, die Maschinen oder wie es glaube ich heißt und dann werden wir, wenn die Steffi wieder da ist, werden wir, genau, dann spielen wir mit dem Kochs Vegan. Der Kochs Vegan ist der Heiner Jörs, das ist hier einer aus unserer Community und der hat das Abenteuer 20 Räume geschrieben. Und wir hatten eigentlich vor, dass der mit uns dann 20 Räume spielt. Der hat dann aber gesagt, er würde auch gerne sehen, wie wir 20 Räume meistern. Oder heißt das überhaupt 20 Räume? Das ist, glaube ich, 20 Räume, ne? Und dann hat er aber jetzt noch ein anderes Abenteuer, was er gerade schreibt. Und das wollte er dann mal mit uns ausprobieren. Das wird der Kochs Vegan dann machen, wenn wir wieder Cthulhu spielen. Ja? Ich weiß nicht, ich denke mal, viele von euch werden uns wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Zieht euch mal die Cthulhu-Sachen rein. Gerade die Steffi macht. Ich habe ja mehr so diese Sachen, die ich spiele. Ich spiele so die vorgefertigten Abenteuer. Die Steffi hat zwei super selbstgemachte Abenteuer hier mit uns gespielt, wo es auch echt eskaliert. Eins davon wird auch demnächst bei Pegasus erscheinen, dieses Abbott-Vermächtnis. Und zieht euch das mal rein, war super, super witzig. Ist in einem totalen Party-Kill geendet. Wir haben uns alle gegenseitig umgebracht. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. So, gut, was haben wir denn hier? 344 Follower, mal eben 30 Follower gemacht. Mega, gut. Der, die das Joker. Ja, herzlich willkommen. So, habe ich euch denn hier alle in der Liste? Pantarei hat gefolgt, Mistral 15, Iliakorn,
Der, die das Joker Real Kein Sandburg-Besetzer. Dark Grinning Cat. Ja, richtig geile Aktion auf jeden Fall. Ja, ich habe letztens habe ich mich beim Nico einmal bedankt, habe gesagt, ey, voll cool, dass du uns geradet habt. Danke dafür. Da schreibt er mir, ja, ich weiß gar nicht, ob die Raids was bringen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja doch, uns bringen die schon was. Ja, Whitey, was geht? Der Whitey ist ein guter Kumpel von mir, auch YouTuber, und der wundert sich jetzt, weil hier normalerweise nicht so viel los ist. Die Orkenspalte haben uns geradet, Whitey. Ja, deswegen ist hier so viel los momentan. Wie geht's dir überhaupt, Whitey? Ich habe mal endlich wieder der Sport angefangen, ja. Es war nicht mehr zu machen mit der Plauze und ja, der Nico ist auf jeden Fall ein cooler Mensch und ich war auch echt super dankbar, dass ich da gestern mitspielen konnte. War richtig, richtig schön. Ja, ist auf jeden Fall korrekt. Ich fand auch allein dieses Ding, wir sind halt in so einer Discord-Channel-Gruppe, da hat der Nico halt geschrieben und der hatte dann irgendwie geschrieben, ja, wer aber Bock hat, also da sind halt alles Leute, die halt Content machen, wir suchen immer mal Leute, den habe ich dann einfach angeschrieben und dann hat er mir echt geschrieben, ja, hier, wenn du Bock hast, kannst du mal mitmachen und dann hatte sich jetzt der Gratis-Rollenspieltag angeboten und fand ich halt eine mega coole Aktion. Ich hatte ja eigentlich von Dungeon Crawl Classics auch gar keine Ahnung, ne? Ich wollte eigentlich Cthulhu mitspielen und dann sagte der Nico, hier, hast du nicht Bock, Dungeon Crawl Classic? Und dann habe ich gedacht, ja, die Julia hatte das mal mitgebracht. Dann habe ich die Julia gefragt, was der Nico mir da überhaupt geschrieben hat, von Trichter und hier und da und tralala. Ich wusste gar nicht, was er meinte, ne? Und ja, die Julia hat mir das dann alles erklärt und dann habe ich mir halt das Regelwerk hier organisiert beziehungsweise gekauft, habe mich da so ein bisschen eingearbeitet und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich witzig gemacht, das Spiel. Also wer es noch nicht hat, wer da mal gucken möchte, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ich glaube, da gibt es auch Schnellstartregeln, die könnt ihr euch geben. Und das ist einfach super witzig, die Geschichten, die man da so machen kann. Genau, Julia loben, auf jeden Fall. Da, die Julia hatte mir letztes Jahr das Buch auf den Tisch geknallt und ich habe es hier auch liegen. Und ich habe dann so gedacht, ey, was ist das? Was ist das für ein Cover hier, ne? Habe ich gedacht. Das sieht ja aus wie irgendwie Malwettbewerb für ein Manowar-Cover in der Grundschule oder so. Aber es ist so witzig. Da sind auch so Witze drin und alles. Der Slane hat direkt gesubbt. Ja, danke dafür. Ja, auf jeden Fall. Also da, wenn da nochmal was läuft, Dungeon Crawl Classic, hätte ich voll Bock drauf. Gerade weil, ne, die Myri hat jetzt da einen schönen neuen Körper gekriegt für ihre Oma und ich stehe da mit meinem alten, verfallenen Körper. Ja, geht ja gar nicht, ne? So, Freunde der Nacht, ich muss jetzt leider echt offline gehen. Ich denke, meine Frau, die wartet schon auf mich im Wohnzimmer. Die wollen noch Love Island gleich gucken. Ja. So, und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ja echt einen Bock morgen. Ego Whitey, I feel you. Unsere Lilith ist vor ein paar Jahren von uns gegangen. Was ist denn jetzt hier los? Was sind das denn hier für Dinger? So, uns geht's mir. Ach, du hast geschrieben, deine Katze ist todkrank. Ach du Scheiße, nee. Ah, Whitey, da auf jeden Fall alles Gute, ey. Das ist ja Scheiße. Ja, Problemchen haben wir, glaube ich, momentan alle, ne? Was? Probleme haben wir momentan alle, aber was hast du denn da für ein Zeichen mit Mann und Stege? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns mal unterhalten, Whitey, glaube ich. So, okay. Ja, dann macht ihr noch weiter? War Nebenstrecke. Ach du Scheiße, nee. Ja, an alle. Also ich bin ja selber Hundetrainer eigentlich im normalen Leben und mein Hund hat eigentlich damals alles so bewegt, wie das alles so geworden ist, dass ich überhaupt Hundetrainer geworden bin und so. Und als der von mir gegangen ist, nach leider nur 12,5 Jahren, da war auch krass. Ja, lass uns mal schreiben, Whitey. Und dann gucken wir mal. Sollen wir mal joggen gehen eine Runde, Whitey? Hast Bock? Gut, ich bedanke mich bei den Orkenspaltern wieder einmal.
Welche Entschuldigung dafür habt ihr, dass ich euch noch nicht kenne? Ja, weiß ich nicht, Raubfriese. Vielleicht bist du nicht bei Facebook. Ich mache da eigentlich Werbung wie ein Gaskranken. Ja, aber jetzt kennst du uns ja. Jetzt kann es ja kommen. Ne? Dann können wir ja mal gucken. Wie gesagt, schaltet morgen ein, dann geht hier mal richtig was ab. Ja. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Danke an die Orkenspalter für den Raid. Auf jeden Fall mega geil. Danke, Nico. Danke, Mari, dafür. Und wir sehen uns die Tage. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht euch morgen einen schönen Tag. Bleibt wacker im Lockdown, haltet durch, Freunde der Nacht, und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Ja, mach das, Raubfriese. Ich freue mich auch, wenn du da bist.